Und wir starten auf YouTube. Okay. Hey, Feuerwerk. Geil, Mann. Hans, wink mal in die Kamera. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Yo. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Er hat einfach einen riesen Monitor, wo die ganze Zone gezeigt wird. Was für eine verdammte Legende. Stabiles Streaming-Setup, oder? Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Ein Elefant! Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, in den Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie als Pokémon-Trainer. Yeah! Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Deljon. Hey, mit Pyro-Show, Junge. Volles Programm. Der Chef. Hey. Ja, Mann. Glurak-Fandom. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen. Deljon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Glurak, Dynamax. Oh mein Gott. Jo. Verdammter Endgegner, Junge. Pokémon Schild. Here we go. War ein bisschen krasser der Einstieg, ne, als sonst. Hallo, ich bin Professor Eich. Hallo, ich bin ein Schaf. Da ist es weg. Geil, Mann. Jo, wildes Intro. Ach, die Musik ist schön. Ein Mamfaxo. Ich weiß gar nicht mehr so viel. Aber ich hänge natürlich am Smartphone. Ehre, erstmal ein bisschen Twitter scrollen. Hm, was wird da gepostet? Ein paar miese Witze von Gnolde. Mhm. Oh. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hey, Crav, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Ja, mache ich immer. Ja, immer alle Posen mit. Bin ein Poser. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Craft abholen. Das Match kann er sicher später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt einen Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. Hat meine Mutter eine Latzhose getragen? Mutter, da müssen wir mal drüber reden. Das geht ja nicht, aber erstmal muss ich noch ein bisschen scrollen. Darf ich auch nicht, Junge. Nix darf ich in diesem Haus. Gar nix. Was haben wir denn hier? Wir haben eine schöne Topfpflanze. Wir haben einen tollen Kamin. Wir haben, was ist das hier? So eine Art Mamfaxo-Spielecke? Ehre, Bücherregal. Mamfaxo selber. Er hat auch einen eigenen Schlafteppich. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich habe keinen Schlafteppich. Ach, Mamfaxo ist nice. Da muss ich wieder an Mystery Dungeon denken. So ein sweeter Fratz. Wir haben so eine klassische Einrichte hier. Für Jacken und einen Sternspiegel. Okay. Bin mir sicher, das hat meine Mutter dahin gegangen, oder? Kann ich das Haus dekorieren? Bestimmt nicht. So einen schönen Topf mit Basilikum, der nach 3 Tagen eingeht. Let's go. Ja, die Pokémon-Welt, die ist unserer gar nicht so fremd. Da haben wir ein paar Blümchen. Aber nichts Spezielles, ne? Alles relativ normal. Und das ist mein Zimmer. Warte mal, habe ich keine Tür? Das ist aber gefährlich, Mutter, wenn die Pubertät kommt, ne? Das weißt du selber. Schöne Pikachu-Figur. Ja, hier sieht schon ein bisschen abgespaced aus.
Aber so ähnlich sah mein Kinderzimmer auch aus, nur dass ich hier so einen großen Digimon-Teppich hatte. Ansonsten 1:1, ne? Alles dasselbe. Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Was ist denn mit meinem Papa? Ist er tot? Kam da gerade eine Info? Nee, ne? Ist einfach weg. So wie immer. Naja. Zack. Kurz noch die Locke aus dem Gesicht gestrichen. Läuft. Ist der Sound eigentlich okay oder ist zu laut? Glaube, das muss ich dann über Windows steuern, ne? Pokémon Sound-Einstellungen? Glaube nicht. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteurerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie in den Basis-Items in deinem Beutel. Okay. Sehr gut, sehr gut. Der ist mal kurz Pokémon fangen. Ja, ja, der wollte ja das eine Schaf verfolgen, ne? Und dann sowas. Soundpass, das ist super. So wollen wir das haben. Okay, Mutter, dann kann ich aufbrechen, ne? Junge. Diese Stiefel auch. Mutti ist ganz schön verrückt. Gut siehst du aus. Der Beutel steht dir. Dann mal viel Spaß euch zwei. Und versprich mir, dass ihr nicht in den Wald geht, ja? Hab so eine Idee, wo wir gleich hingehen. Aber erstmal raus aus der Hütte. Dö. Ach schön. Komplett zugewuchert das Haus. Wenn ich nicht in den Garten kann, dann kommt der Garten eben zu mir. Ja, Hopp, ich sehe dich. Mach einen ruhigen, Kollege. Mach einen ruhigen. Der Papa kommt mit der Milch wieder, wenn du Champ bist. Plot-Twist des Todes. Ja, er war wirklich nur Milch holen, ne? Kurz bei der Nachbarin was ausgeliehen. Das wäre wahrlich mal ein Twist. Ich glaube, das wurde nie erklärt mit dem Vater. Vielleicht am Ende. Dass die Kinder wirklich so tolle Pokémon-Trainer sind, weil sie alle in Reagenzgläsern gezüchtet wurden. Das wird ein toller Plot. Knospi! Ja, Knospi lebt in unserem Garten. Wie schön. Ist aber echt ein schickes Haus. Ein Smetbo. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Man kennt ihn. Oh, das Schaf ist kaputt. Schau mal, ein Volley. Was macht es denn da? Es versucht, das Tor aufzubekommen, aber es scheitert. Es scheitert. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit den Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Ja, die sind so brutal, dass wir so ein kleines Holztor hinstellen mussten. Und wenn die brutalen Pokémon angreifen wollen, dann sehen die das Tor und dann... Och nee, dann gehen wir wieder nach Hause. Sehr effektiv, sehen wir ja. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Craft. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf deinem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Ja, tschüss. Kann ich Wolli helfen auszubrechen? Oh, das rollt sogar hinterher. Das wäre ganz schön frech. Und du? Wolli? Wolli, kann ich dich auch da runterschubsen? Nee, ne? Es ist immun. Es ist zu mächtig für mich. Verdammt. Ey, die rollen hier einfach rum. Ist das geil? Imagine, guckst morgens aus dem Fenster und es rollen erstmal 10 Schafe vorbei. Dann zählst du die und pennst direkt wieder ein. Gefährlich. Gefährlich. Und was habt ihr, ein Date? Ein Schaf-Date? Das ist ja scharf. Ja. Und wer bist du? Na? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur in die Gegend reinspaziert. Durch die Gegend, mit der Gegend, alles ist möglich, Mann, die Wissenschaft. Ist das nicht der Hammer? Yo, das ist auch wieder so eine Anspielung, ne? Weil diesen etwas beleibteren Dude, den gibt es auch seit den ersten Generationen. Und den haben sie gefühlt jedes Mal vor das Pokémon-Labor gepackt. Wo er dann immer sowas sagt wie, wow, die Technik, ne? Und mit jeder Edition kam dann irgendwas Neues dazu. Im Wandel der Welt. Spannend, hier steht er auch und lauert mir auf. Da ist noch so ein Date. Huhu, Craft, Hopp wartet auf dich. Schau doch erstmal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Ach wow, dieser kleine Junge zwingt mich, okay. Ja, das sieht auch aus wie IRL, ne? Man kennt das, Garage im Garten hier. Schön ein bisschen was zum Grillen, jawohl, der Pokémon-Kampfplatz. Ehre.
Und hier wohnt der miese Hund. Na, dann gehen wir doch mal rein, ohne klopfen. Na klar, einfach rein, los geht's. Hallo, warum tragen Sie keine Latzhose? Ich prangere das an. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Kraft ist auch dabei, wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Delion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Wollte gerade fragen, warum er nicht einfach mit Glurak fliegt. Aber ja, dann ist das besser so, ne? Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Na dann Hopp Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Kraft? Ja, wenn der immer zu spät kommt. Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ja, aber ich guck mich jetzt erstmal bei euch hier im Haushalt um, ist ja klar. Guck mal, die haben so eine Treppe, weil die Mutti so klein ist, damit sie an die Regale oben kommt. Wie geil. Das ist sehr sympathisch. Oder es ist so ein Kackischemel. Aber wenn das ein Kackischemel ist, der ist ja so hoch, da sind ja dann, wenn du die Füße auf der Toilette abstellst, deine Knöchel auf Höhe deiner Ohren. Das würde ich nicht empfehlen. Nee, das klingt sehr ungesund. Da geht's wieder raus. Oh, wer bist du? Schnurr, die Katze. Ja, hi. Schnurrt sich hier einen ab. Oh, der Flex, Leute. Holy shit, look at him. Und von Hopp ist einfach gar nichts, ne? Gibt es irgendwo was von Hopp? Wenigstens, keine Ahnung, irgendeinen Untersetzer, den er im Werkunterricht gebastelt hat. Sonst hat der Junge doch Komplexe. Ne, sogar das Foto da ist von Delion. Hier drüben sein Trikot. Oh, hier sitzt ja wer. Moin. Für Hopp ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Mhm. Das ist ja toll. Er hatte ja auch in diesem Haushalt keine andere Wahl. Er musste ja Fan werden. Dann checken wir mal das Zimmer von dem Psychopathen. Alter, wie viele Leute wohnen denn hier? Was zum Fick? Delion ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Ja, wenn man das betritt, wird man sofort erschossen. Naja, lauter Poster. Hier werden die unterschiedlichen Pokebälle erklärt. Aha, noch ein Foto von Delion. Schönes Tafelbild. Ey, der hat eine Switch. Lol, der hat einfach eine Switch, dieser miese Nerd. Was für ein dreckiger Hund. Und hier, Alter, schön zum Pumpen, ne? Die Hanteln. Geil. Da oben irgendwelche Kisten mit diesen weirden Schriftzeichen. Er hat einfach so eine Tafel an der Wand, wo er seine Mützen aufhängt. Das ist ja wild, Mann. Was sind hier lauter Pornohefte? Noch mehr Hanteln? Mhm, da weiß ich ja, welche Bewegungen da gemacht werden bei der Übung. Und hier schön Doppelbett, Alter. Läuft. Ja, man könnte hier durchaus hinterfragen, ob Hopp geplant war in diesem Haushalt, ne? Wird schon seine Gründe haben, warum der immer raus muss. Das Zimmer oben besteht aus Mützen. Vielleicht kann er sich ja aus den Mützen Bett bauen oder so, ja? Denkbar. Okay. Hopp, wo bist du hin, mein Schöner, da vorne? Ah ja, das Schafsdate ist vorbei. Wir können weiter. Alles startklar, dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück meinen Volley, falls mich eins der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Dieses Volley von Hopp ist einfach 24/7 ein Running Gag in Pokémon. Selbst im Anime sieht man manchmal im Hintergrund, wie er das in Kampf schickt und das verreckt 24/7. Und selbst hier hat man ja schon den Eindruck bekommen, dass Volleys jetzt nicht die heftigsten Pokémon sind. Scheiße, Mann. Hopp, du schon wieder. Warum stehst du jetzt hier? Achso, der soll sicherstellen, dass ich nicht ins Gras hüpfe, wa? Na gut. Guck mal, Hopp, ich kann am Gras vorbeirennen. Boah, ich bin so ein krasser Dude mit meinem Rucksack. Wahnsinn, aber was machst du, wenn ich hier rein will? Verdammt, er hat Augen in seinem Rücken. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber von Gras fernhalten. Na gut, nichts darf man hier. Wann bubert's legal, Bruder? Da sind wir. Oh, er hat schon Fans versammelt. Delion, Delion.
Wild. Schon stabiler Auftritt, wenn man so mit so einem Umhang aus dem Zug steigt. Ja, Mann. Bester Mitarbeiter. Und Glurak ist so mad einfach. Glurak hätte jetzt einfach gern einen Big Mac. Hallo Brassberry, euer Champ Delion ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, wer ist es wirklich? Delion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galars aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Brüll, Fauch, Miau. Nice, Glurak, danke für das Statement, Bruder. Hey, Bruderherz. Ah, hopp. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 Zentimeter mehr. Gut geraten. Deinem Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert dir sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Bruder, direkt bisschen flirty hier mit dem Champ. Halt, sag nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Kraft sein. Ich bin Delion, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galars. Meine Fans nennen mich deshalb auch Delion, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Alter, die Sponsorings auf seinem Umhang. Das ist ja heftig. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, It's Champ Time. It's Champ Time. Kreativ, Bruder. Ja, macht mal euer Wettrennen. Ich bleib mit Glurak hier, ne? Ist jetzt mein Glurak. So nämlich. Ach, schön. Diese Windmühle. Lore-technisch ist das hier irgendwann Tieresfall. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Gib her. 3-mal Glurak. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was in euch steckt. Das Pflanzen-Pokémon Chimpep. Das Feuer-Pokémon Hopslahops. Das Wasser-Pokémon Mameyon. Nice. Und sie hauen direkt ab, Mann. Ehre, sie haben ja sogar einen Teich im Garten, habe ich vorhin gar nicht gesehen. Nice. Direkt Hydropumpe. Und eine Zitrobeere. Erstmal drauf rumtrommeln. Oh nein. Jo, das war voll der Masterplan. Oder auch nicht. Aber guck mal, der hat einen coolen Stock, der Affe. Da ist die Welt in Ordnung mit so einem coolen Stock, ne? Genug gespielt. Komm bitte mal her. Ehre. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Schwerste Wahl immer. Aber diesmal zum Glück nicht, weil im DLC hatte ich ja Hopplo genommen. Und ich glaube, diesmal nehme ich Mameyon. Wie es da hockt, Mann. Wie es da einfach hockt. Wähl du zuerst, ich habe ja schon mein Volley. Naja, dann nehme ich die 3 und du bekommst noch 5 Volleys. Ist das ein Deal oder was? Das ist so ein Plan. Ich wähle zuerst. Wie klein sie sind. Yes, indeed. I am very small. Ich glaube, Mameyon nehme ich dieses Mal. Hopplo. Und oh, das Äffchen gleich mal weggetreten. Ja, Butz, Junge.
Babyfreistoß. Nee, die sind zwar alle sweet, aber diesmal nehme ich, glaube ich, Mamillon. Mal Wasser. Das Wasser-Pokémon Mamillon ist sanftmütig wie ein leise plätscherndes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Mamillon? Ja! Du hast dich für Mamillon entschieden. Ey, Mamillon! My man. My mem. Ah, oh, Best Friends, was für ein herrlicher Shot. Mit seinen Froscharmen. Ah, du hast dir also Mamillon ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Hoplo. Du bist ab sofort mein Partner. Wegen dem verdammten Anime habe ich jetzt auch die ganze Zeit dieses hochgetrimmte Hoplo im Kopf. Junge, da war das nämlich auch. Und bekanntermaßen reden Pokémon nicht, sondern hauen immer ihren eigenen Namen raus. Und in jeder Folge. Hoplo, Hoplo, Junge, das wird mich auch mein scheiß Leben lang verfolgen, echt. Wie ein Nightmare. So nämlich, mit dem 7. Monat. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Ja, der Champ in Wettrennen vielleicht. Oh. Läuft. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Kraft ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann, so gut wie ich zu werden. Und was mit ihm? Oh nein! Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Und es hat Hunger auf Äffchen. Aber er nimmt's mit, das ist nett. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Ey, die Muddis. Nice. Da wird jetzt das gegrillt, das übrig war. Ach nee, da sitzt es noch. Okay. Glück gehabt. Ey, das sieht aber lecker aus. Hör mal, ein bisschen schaschlig hier. Ehre. Einmal vollgeheilt hier, der gute Essen, ne? Sehr, sehr gut. Am nächsten Tag. Gib's zu, Hop. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz, Kraft und Mamillon haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und sein Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander. Gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du ihn denn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Kraft und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Klar. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So manche Kämpfe... So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Klingt sinniger. Okay. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat. Oh. Ja. In- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Na dann zwei mal her. Oh. Direkt kaputtgeschlagen den Ball. Ehre. Pokémon-Trainer Hop. Na dann. Oh, er hat ja schon zwei. Na gut, aber das erste ist Volley. Da muss ich ja jetzt eigentlich nur ein Holztor hinstellen, dann besiegt sich das schon allein. Auf in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Das bedeutet, du bist doppelt scheiße. Dafür gibt's erstmal einen Klaps. So, hau weg. Bam. Oh, das macht nicht so viel Schaden, wie erhofft. Und ich habe noch keine Wasserattacke. Das ist nicht gut, aber wir klapsen einfach weiter. Los geht's. Bam. Ja, der dritte müsste der Kill sein. Oh, warum macht ein Volley Schaden? Ein Volltreffer, ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich verliere ich jetzt gegen Hopp oder was? Direkt weg, Wettrennen danach. Wettrennen mit Wegrennen. Weit weg von dem Verrückten. So, 55 EP. Oh, das ist Ehre. Oh, okay. Okay, da ist meine Wasserattacke. Nicht so schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ich bin froh, dass er keinen Enton hat, ja. Das wäre sonst wieder ganz fürchterlich. Aber die Aquaknarre, Junge, er zieht jetzt einfach eine Gun. Und dann, bam. Yo, saftig. Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Tackle. Ja, ich habe halt auch wirklich Pokémon-Zeitschriften gelesen und nicht nur die, die unterm Bett lagen, hopp. Da muss man differenzieren, okay? Nächste Aquaknarre. Easy Kill, Leute. Läuft bei mir. Sehr gut. Können wir bitte Hopp irgendwo in Pflege abgeben? Kann er immer Wettrennen mit sich selber machen die ganze Zeit, ne? Kein Problem. Läuft. Tja. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Mamillon seid echt krass. Ja, mein Klaps hat's ihm voll gegeben, ne? Oh boy, er hatte nie eine Chance. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen, um selbst mitzukämpfen. Das wäre eine sehr gute Idee gewesen. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt macht ihr sie bestimmt erstmal wieder fit. Sie sind erschöpft. Nice. Du hast echt Talent, Craft. Deshalb würde ich dich gern um etwas bitten. Ich will, dass du Hopps Rivale wirst, damit ihr aneinander wachst und euch Hopps nehmen könnt. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Bro, er hat gerade 2 gegen 1 reingeschissen und haut so eine Frage raus. Der ist beim Suchen nach Zeitschriften ein bisschen zu oft mit dem Kopf gegen Schrank gestoßen. Oder an eine Bettkante. Ich weiß es nicht. Bin einfach am Speedleveln, das stimmt. Ein Kampf, 2 Level, ne? Geht ordentlich nach oben hier. Bereit für den ersten Arena-Kampf? Oh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen? Dem größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Ich habe hier so ein paar Zeitungen. Mama, warum sind die Menschen da alle nackt? Vor allem du, Craft. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Craft. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Ja, mach ich. Mutti muss natürlich Bescheid wissen. Oh. Oh nein. Das Volley. Es hat das Tor durchbrochen. Ihr seid Soldaten Gondor. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört? Ja, es waren Kampftrolle. Oh nein, das Tor ist offen und das Volley ist spurlos verschwunden. Damn, wir müssen es retten. Dieses arme Volley. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist. Da ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Junge, hat die Oma einfach mies den Krückstock geschwungen. Zack. Was machen wir jetzt, Craft? Wir retten das Pokémon. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist ihr Zutritt verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins. Augen zu und durch. Komm, Craft, jetzt wird rangeklotzt. Na dann. Wettrennen again. Sehr schön. Und ich wollte nur Mutti Bescheid sagen. Jetzt bin ich in irgendeinem Geheimwald. Schlummerwald. Oh ja, da kann man schön bubunen. Toll.
Hallo, Wolli. Mist, wo ist es bloß hin? Komisch, dass es nicht direkt angelaufen kam. Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Dann finden wir Pandaria, ist ja auch okay, oder? Ist doch ein Anfang. Ich bin so froh, dass das letzte Pokémon nicht zurückbleibt und sich jemand annimmt. Mir tat das Bisasam immer so leid und dann habe ich irgendwo auf YouTube mal ein Video gefunden, wo genau das thematisiert wurde und ich war danach so verstört. Es gibt sehr schlimme Creepypasta-Videos, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen, ne, zu Pokémon, ja. Fühle ich durchaus. Oh, ich kann im Gras rumsneaken. Das hat ja sehr gut funktioniert. Oh, ein Raffel. Nice. Raffel hat einen an der Waffel. Aber vor allem wird es mich mit EP versorgen. Köstliche EP, kommt zu mir. Aquaknarre. Jo, wahrscheinlich überlebt es das. Bruder, dann brauchen wir langsam eine Aqua-Armbrust. Aqua-Panzerrohr. Auch genannt Hydropumpe. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ja. Das macht auch immer mit bei den Giveaways. Genau, schön was verraffeln. Der Nebel muss verdichtet sein. Nebel und Kranplätze haben viel gemeinsam. Hopp ist ja auch richtig weit gekommen. Geht es seinem Mermillon gut? Komm, ich mache es schnell wieder fit. Ja, der Bruder hängt einfach voll, ne? So, das war's schon. Weiter geht's. Jetzt wird rangeklotzt. Dann klotzen wir mal. Muss ich an Roger Klotz denken von Duck. Oh. Von DuckTales vielleicht auch. Was bist du? Ein Micro. Aha. Aqua-Orbitalkanone, genau wie bei StarCraft 2. Als Artanis den fetten Laser entfesselt hat. Wusch. Ganzen Planeten weggeburnt. Das ist die Zukunft. Aqua-Knarre. Bam. Aber ich glaube, Micro war cool. Ich glaube, das war cool. Aber ich kann ja eh noch nichts fangen. Deswegen sind erstmal alle scheiße. Aber wir haben Glück, denn keins davon war ein Shiny. Das heißt, ich bin noch nicht traumatisiert. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? War bestimmt Wolli. Das hat eine Sprachausbildung gemacht. Und ist jetzt multilingual unterwegs. Noch ein Hörnchen. Nice. Ein Raffel. Ehre. Ich glaube, die Weiterentwicklung von Raffel ist im Deutschen Schlaraffel. Oder wegen Schlaraffenland und so. Und das ist einfach dasselbe, nur in Fett. Also im Grunde ich als Eichhörnchen. Vor allem, wenn Döner im Angebot ist, Junge. Dann werden sich die Backen ordentlich vollgestopft, ne? Ist so. Hopp mit seinem Randklotzen. Ich kotze heute noch. Ja, verständlich. Aber er heilt meine Pokémon. Was soll ich tun, ne? Es ist wichtig, dass er dabei ist. Sonst müsste ich hier selber reinpayen. Gibt hier ein Item? Anscheinend nicht. Sad, war einfach nur ein Bait. Mehr Geschrei. Beeilung, Craft. Ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Ja, immer rein in den Nebel, genau. Dem Schäfchen hinterher. Ejo, was geht? Dem Schäfchen hinterher. Ejo, was geht? Kommt jetzt gleich so ein Schildkrötenhaus, oder? Ich bin ein bisschen vorbelastet, was Nebellabyrinthe angeht. Pygori, hi. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Spooky. Eigentlich ein Horror-Game. Plot-Twist. Wer kommt jetzt? Alter! Der Wuffel! Was ist das? Ja, wir leben in der Pokémon-Welt. Was könnten das für weirde Kreaturen sein? Digimon? Volt! Ja, zu Volt, Bruder. Ach so. Fragezeichen erscheinen. Die drei Fragezeichen! Yo! Was geht? Hast du ein Hörspiel dabei? Anscheinend nicht. Spür meine Aquaknarre. Los geht's. Bam! Oh, ist nur irgendein Abbild? Es hat keine Wirkung. Es betrachtet mich eingehend. Was zum... Die Attacke war völlig wirkungslos. Ja, haben wir zu viel Nebel inhaliert, oder? Gleich nochmal. Aquaknarre! Bam! Das sieht sehr weird aus. Keinerlei Wirkung. Mehr Nebel. Okay. Der Nebelhund des Nebels hat wieder zugeschlagen. Verdammt. Uff, ich kann gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Craft? Geht so. Es ist Zeit für eine Aquaknarre. Los geht's. Ja, wieder nicht. Überraschend. Der Angriff zeigt keinerlei Wirkung.
Noch mehr Nebel, ja Mann. Und noch mehr Sauna-Time. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist der Aufguss, Bruder. Mach dir keinen Kopf. Ah! Und wir sind tot. Ja, Leute, das war Pokémon Schild. Kann man jetzt für 60 Euro auch nicht meckern, ne? War eine schöne Reise. Oh, warte. Leben wir noch? Sieht so aus. Glück gehabt. Hopp! Kraft! Ah, Deljan kommt. Der hat nur das offene Tor gesehen und wusste, boah, nee. Deljan, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht, da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten, deswegen sind wir überhaupt hier. Hey! Glurak hat Bock auf einen Snack. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen, das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Deljan. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde es alles durchgehen. Achso, als würde alles durch es durchgehen, ja. Der Nebel, ne? Die Attacken sind durch es durchgegangen. Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Was verbergt ihr? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erst einmal wieder umkehren. Gibt es ein Pokémon, das ein riesiger Ventilator ist, dann können wir den Nebel einfach wegblasen. Fürchte nicht. Warum dann stärker werden, Deljan? Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Deljan hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Hey! Hopps Legende. Nice. Die letzte Entwicklung von Micro sieht klasse aus und ist eine Anspielung auf die Raben im Tower von London. Oh, weil das hier England repräsentiert. Ah, wusste ich nicht. Spannend. Danke für die Info. Boomer, hi. Der Hund macht doch nichts. Warum greifen die den Hund eigentlich an? Ja, der hat irgendwie ein rotes Ohr gehabt. Ja, sonst haben Hunde immer nur die rote Rakete. Deswegen mussten wir irgendwie für das Gleichgewicht der Macht sorgen. Sonst wäre der ganze Wald explodiert. Und darum haben wir Aquaknarren in den Nebel gefeuert. Schöne Fiebertraumbeschreibung, ne? Genauso erklären wir das der Professorin, wenn die fragt. Dann wissen die Bescheid. Ey, yo, Rotom. True, Rotom in der Ventilatorform. Geil, jetzt brauche ich nur noch ein Rotom. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Danke, Hopp. Ah, endlich ist er weg. Ah, ey, was mit euch? Wieso haben hier alle Pokémon Dates? Das ist ja wild, okay? Pokémon spielen kein WoW confirmed. Mutter, ich bin zu Hause. Wait, das ist nicht Mutter, oder doch? Mutter, du bist ein Mamfaxo. Doch nicht. Mem, wie klein es ist, Mann. Ah, das ist ja mal ein süßes Memeon. Ihr wollt nach Brassbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Deljan hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Memeon. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Mem. Und du, Memeon, pass mir gut auf Minecraft auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendetwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Ja, ja, nicht hier wieder einziehen. Auch nicht irgendwas aus dem Kühlschrank nehmen, aber ausruhen.
Das ist gerade so drin. Mutter, dankeschön. Das ist sehr herzlich. Taschengeld habe ich auch bekommen für einen Trank. Absolute Ehre. Aber Geld, dass ich mir was zu essen kaufen kann, dafür hat es wieder nicht gereicht. Ach, Mutter. Warum? Warum kann ich hier einbrechen? Nee, ne? Bin kein Wolli. Bin zu schwach, um Tore zu öffnen. Hopp, mein Guter. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Hoplo trainieren. Wir treffen uns dann am Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Wie idiotensicher soll die Erklärung sein? Ja. Also, da links, da ist das Pokémon-Labor. Oh, Wollis blockieren die Straße. Das ist eine Wolli-Gang. Die zücken gleich ihre Messer, Alter. Du bekommst deine eigene Kühlmatte mit einem Faxe-Motiv. Muttern ist so gut zu mir, oder? Meine eigene Kühlmatte. Schön. Habe ich jetzt schon Pokebälle? Nee, ne? Kann eigentlich getrost darauf verzichten, hier in irgendwas reinzurennen. Ich meine, für die EP könnten wir es machen, aber das können wir ja auch immer noch machen. Oh, da ist so ein Fuchs. Geil. Können wir immer noch machen, wenn wir Pokebälle haben. Lass mal gerade Inventar checken. Paraheiler. Ja, heilt Paralyse. Wer hätte es gedacht? Tränke? Oh doch, ich habe welche. Nice. Seht ihr, da habe ich wieder gar nicht mitbekommen hier. Es ist immer noch der Nebel. Der Nebel, was will ich denn? Ich will auf jeden Fall so ein Birdie. So ein Birdie hätte ich gern. Ja, Mann. Maiko, was geht? Du wirst ruhen, in mein Team wandern. Du bist ein schöner Vogel. Aber erstmal schwächen wir dich. Es ist Zeit für die Knarre. Yeah! Oh, das ist ja sogar Level 6. Oh, ich hoffe, das killt mich nicht. Wenn es so weitermacht, auf jeden Fall nicht. Die kalte, brutale Welt von Pokémon, wo Kinder mit 10 Jahren zu Hause rausgeworfen werden, um Monster zu fangen, die Feuer speien oder Steine schmeißen. Eltern des Jahres, oder? Gibt kein Kindergeld mehr, was soll ich mit denen? Raus! Raus und findet euer Glück. Werdet Pokémeister. Dann kann ich euer Zimmer wenigstens untervermieten. Oh. Oh. Ey! Das erste Pokémon. Geil. Spielst du zum ersten Mal? Nee, damals als rauskam, habe ich schon mal gespielt. Und wir haben auch das DLC schon mal gestreamt. Aber alles bis dahin habe ich gefühlt schon wieder vergessen. Plus, das war damals Schwert. Jetzt ist es Schild. Ich weiß nicht, wie gravierend die Unterschiede da sind, aber ist so halb neu, ne? Halb neu. Will ich hier noch irgendwas? Eichhörnchen? Das Füchslein? Wir können uns das Füchslein ja mal angucken. Vielleicht nehme ich es einfach mal mit, so für die Sicherheit. Hallo, Herr Fuchs. Ja, sweet ist es ja, ne? Kleppt die Fuchs, okay. Du kriegst erstmal eine Aquaknarre, mein Schöner. Pass mal auf, folgendermaßen sieht das aus. Los geht's. Bam. Ja. Hügler. Alter. Einmal getroffen. Oh, das kann mehrmals treffen, verstehe. Nächste Aquaknarre. Kein Volltreffer jetzt, Bruder. Das war wirklich gut, dass das kein Volltreffer war. Stabiler Rutenschlag. Das ist nicht so kritisch. Aber dieser Ball, der wird dich richten, kleppt die Fuchs. Komm in mein Team. Ja. Oh Gott, die Spannung. Kleppt die Fuchs. Ihr beide. Wenn ich dieses Pokéball-Gewackel sehe, dann habe ich auf jeden Fall sehr schlimme Erinnerungen ans DLC. Oh mein Gott, dieses Reiter-Pokémon mit dieser Krone. Dieses Pferd. Oder auch die Golems. Come on. Das war schlimm. Kleppt die Fuchs wegen Kleptomanie. Ja. 7000 IQ-Namen hier wieder unterwegs. Aber ich bin durch. Ist hier noch irgendwas Spezielles? Irgendein geiler Rare-Spawn? Was ist denn hier im Busch? Lass mal gucken. Es ist ein... Was bist du? Marbula. Okay, du bist ein Käfer, glaube ich. Oh, ich glaube, ich weiß sogar, was du wirst. Ich nehme dich auch mal mit. Aber vielleicht klappt sich das lieber. Komm mal her. Bam. Ja, das hält aus. Lehmschelle. Gut, dass das aus dem Mund kam. Man muss ja auch die kleinen Dinge feiern. Hast du den einen Golem nicht im First Try gefangen? Da waren einige kranke Momente bei. Ich hoffe, das reicht. Eventuell hätte ich es nochmal schwächen sollen. Ja. Komm, das reicht, oder? Ja, habe ich gespürt. Gar kein Problem.
auch der eine, der dann gar nicht rein wollte. Bis ich dann gesagt habe, Leute, jetzt seht ihr welche Bälle. Und dann hat Schmelke irgendwie Pokéball gesagt oder Premierball. Und dann war er auf einmal drin, so total random. Da waren einige kranke Momente dabei, auf jeden Fall. Habe ich bestimmt auch in den Mad Moments irgendwo verewigt. War dann eine Folge gefühlt nur mit Pokémon fangen, weil es zu krank war. Nice, jetzt habe ich diesen Käfer. Ehre. Jo, will ich einen Volley? Nee, oder? Als Kanonenfutter finden wir bestimmt noch was Geileres. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber. Das ist der Bahnhof. Ah, guck mal, Glurak steht hier immer noch. Hey, Glurak! Ein stärkeres Glurak habe ich noch nie gesehen. Wow! Erstmal Hyperstrahl ins Gesicht. Bam. Ich denke, jedes Mal, dass so eine ältere Frau spielt, sah die Mütze im ersten Moment wie graue Haare aussehen, die hochgesteckt wurden. Jo, das ist leider absolut wahr. Ich brauche eine coolere Mütze. Der Champ ist hier! Und er denkt, er ist der Champ, oder was? Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor. Auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Ist gar nicht krank oder so, Bruder. Aber schön, jeder braucht ein Hobby, ne? Du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury... Glurak, my man, grüße dich. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Wah, es gibt doch nur einen Weg. Wie schlimm ist sein Orientierungssinn? Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Ist einfach Zorro, ne? Er kommt gleich in einem anderen Anime wieder raus, Wild. Schön. Jetzt sortieren wir erstmal die Bücher. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Woll, woll, woll. Oh. Nice. Ein Hundi. Delion, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Er ist einfach Streamer. Was beste Pokémon? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Welche Pokémon-Addons benutzt du, Bruder? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Ja, komm doch erstmal runter hier. Es ist so eine Art und Weise. Moin. Hallo, Voldi. Na, mein Kleiner. Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldi. Gleich mal Pokéball drauf. Ich hab dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen habe. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo, so stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Dabei muss ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Kraft, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Ey, wie er hoppelt, Mann. Glurak ist im Grunde sein Blindenhund, ja. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Hey, Rotom! Psst, Ehre. Dann brauche ich nur noch einen Ventilator. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer Delion natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex auf deinem Smart Rotom zu installieren. Du erhältst einen Pokédex. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolica, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten.
Ja, mache ich. Kann ich hier noch ein paar Sachen klauen? Schöner Garten hier. Aha, irgendwelche Überwachungsinstrumente. Das sieht alles sehr wertvoll aus. Kennt ihr eBay-Kleinanzeigen in der Pokémon-Welt? Zum Abholen im Pokémon-Labor. Oh, sie sind der Professor und missten aus? Nee. Aber kannst dir trotzdem abholen, Bruder. Muss nur schnell sein. Gar kein Ding. Kann ich dich mitnehmen? Oh, kann ich nicht. Schade. Dann bleibt er eben da. Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du bestimmt einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier für dich. Alter, ein Trank. Was für ein fantastischer Gönner. Das ist ein Trank. Setze ihn ein, wenn eines deiner Pokémon Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf Schildern steht. Danke, Fremder. Dankeschön. Er hat mir einfach so eine Maggi-Flasche gegeben. Ach, er war das hier. Wenn du dich auf deine Reisen verirrst, wirf einfach einen Blick auf die Karte. Danke, was für ein wertvoller Tipp, ohne den ich niemals weitergekommen wäre. Was mit euch, Familienstress? Jellion ist einfach unglaublich stark. Er ist eine richtige Berühmtheit. Wäre auch krank, wenn nicht als stärkster Trainer, oder? Wer ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe nie verstanden, wie die Endentwicklung von dem Käfer so langsam ist. Das ist in der Tat manchmal sehr mystisch. Da gibt es ja auch die geilsten Games manchmal, oder Game-Memes besser gesagt, die daraus resultieren. Von wegen, wer ist schneller? Der Gott der Tiefe und dann Kyogre? Oder irgendwie so ein kleiner Baumfurz, ne? Und dann ist da ein Bormi und der hat dann einfach mehr Initiative oder so. Total beknackt. Und du hast hier ein Eichhörnchen. Das ist ja toll. Das fühlt sich wohl in dieser kleinen Bude? Oh, Junge. Ja, immerhin hat sie einen Heizkörper, wa? Na? Kleiner Fratz. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnolika? Die findest du in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2. Danke. Wusste ich noch nicht. Zum Glück habe ich mit denen gesprochen. Wir gehen jetzt hier hoch zu Hopp. Hopp, was los? Sania hat den Pokédex auf deinem Smart-Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann suche schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, wir werfen mal einen Blick hinein. Mir nach. Ja Mann, ich habe sogar Cash von Mutti. Ich kann mir einen weiteren Trank kaufen. Seht mich an. Schön. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Craft? Nein. Na, dann muss ich dir ja nichts mehr erklären. Oh, man kann das tatsächlich skippen. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Craft, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Ich hätte ihm zugetraut, dass er sagt, na, du kennst bestimmt doch nicht alles. Lass mich dir das nochmal zeigen. Aber ja, hier drüben haben wir halt unseren Markt. Hier können wir ein paar geile Getränke kippen, Alter. Schön die Bar, let's go. Und hier können wir heilen. Nice. Ich bin Pokémon Center Experte, Leute. Heile meine Pokémon. Ja, da sind sie. Was für ein Team, oder? Wir können eigentlich direkt Deljon herausfordern. Glaube, die machen Glurak easy platt. Wer bist du? Wo wären wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst. Und das sogar kostenlos. Verrückt. Was kann ich für dich tun? Ich hätte gern mehr Pokebälle, die du gar nicht verkaufst, du Hund. Vor allem habe ich 31.400. Wie viele Tränke kann ich davon kaufen? 157. Was? Okay, nein. Nee, ich glaube, das passt schon so. Danke. Tschüss, ich bin dann mal wieder raus. So, HC-Raid beendet. Leider die Natrios nicht down, aber 9 von 10 beim ersten Run ist nicht übel. Auf jeden Fall nicht. Geht steady. Rich Kid. Ja, ein bisschen Taschengeld halten. Ich kann gerade so überleben, Leute. Gerade so. Kennst du die Pokémon-Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Sie ist einfach Peter Fox. Das hat mir aber keiner gesagt.
Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Er verkauft wirklich Beeren. Eine für 80, Junge. Ja, die Inflation wieder, ne? Eine Heidelbeere, 80 Euro. Scheiße, ja, noch lache ich. Was ist mit dir? Ich habe gehört, dass Delion einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier liegt ein Item, eine Pokepuppe. Eine hübsche Puppe. Naja, sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Das ist sehr, sehr schön. Ey, pass da auf wegen den Bohnen, das hat mich auch nachhaltig verdorben. Wenn man mit seinen Pokémon gemeinsam isst, schmeckt alles doppelt so gut. Ja, aber was fressen die denn? Frisst du dann auch Gras, oder? Fressen die Schafsfleisch? Das sind einfach miese Kannibalen. Ich gehe gern in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Oh, einen neuen Hut hätte ich auch gern. Jetzt wird geshoppt, Leute. Jetzt wird geshoppt. Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also, die Artikelauswahl hier ist schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Das klingt hervorragend für mich. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gern in der Umkleidekabine anziehen. Oh, ich kann auch wegrennen, ohne zu bezahlen. Willkommen, suchst du etwas Bestimmtes? Ich suche nach einer geileren Mütze. Ballonmütze, sehr gut. Strickmütze? Nee. Nur die beiden, oder was? Das ist ja fürchterlich. Nee, was haben wir sonst noch? Brille? 2800 für eine Brille. Da zahlt die Krankenkasse aber nicht zu, hör mal. Was haben wir noch? Handschuhe. Oh Gott. So richtig tryhardend, ne? 4 Pokémon dabei und erstmal Handschuhe. Let's go. Rucksack? Oh, Rucksack kann ich auch wechseln. Ja, gleich ein ganz anderer Mensch, ne? Nee, hat mir jetzt nicht gefallen, was sie hier haben. Nein, ich sagte nein. Oh Gott, sie wollte die Dosenboden mit mir durchziehen. Ich bleib bei meinem Outfit, okay? Shoppen ist kacke. Tschüss. Frechheit. Keiner hier will mein Geld haben, Leute. Merkt ihr das? Ganz, ganz traurig. Sag mal, Kraft, für einen echten Trainer ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Was ist das? Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Delion könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns beide gegenseitig anspornen, wie echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht unterwegs ordentlich zu trainieren. Ist das ein ausgeholter Holzklotz als Rucksack? Ja. Wir sind eine Zimmermannsfamilie und darum ist alles aus Holz. Die Rucksäcke, die Häuser, die Köpfe, wir ziehen das komplett durch. Und darum ist mein Vater auch abgehauen. Und Mutti ist jetzt alleine im großen Haus. Sad life. By the way, schöne Grüße von einem aus dem Raid. Er sie hat gesehen, dass ich aus der Army bin. Und schaut wohl ab und zu auch hier rein. Ah, das ist ja witzig. Gucke da. Ich bin Pinocchio, genau. Ja, ist witzig manchmal, ne? Wie das doch connected ist. Azeroth ist ein Dorf. Sagen wir immer wieder. Wie sieht's hier aus? Hello. Stört sie nicht, dass ich hier rumrenne, ne? Aber der hat auch ein Pokémon-Körbchen. Wo ist denn dein Pokémon? Ach, es steht hier und kocht. Ist ja... Hä? Hängt es irgendwo an der Decke? Sag mir nicht, es ist tot. Bisher hatte jeder, der so ein Körbchen hatte, auch ein Pokémon. Aber die nicht? Zwischen Sania und Delion herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Cool. Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Viele mussten sinnlos sterben. Oh, das Pokémon wird gekocht. Oh mein Gott, diese Geisteskranken. Ne, da muss ich schnell raus. Da muss ich sehr schnell raus. Oder er hat gar keine Frau und das ist ein Ditto. Vielleicht ist das auch so ein Perverser. Was geht hier? Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Lektion Nummer 2 für Pokémon-Trainer. Regelmäßig speichern. Oh. Lektion Nummer 3 für Pokémon-Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typ entspricht, steigert das ihre Stärke. Ehrenmann. Sehr vitale Tipps, darum speichern wir direkt mal.
Wo? Läuft, guck mal. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Was ist mit dir? Was gibt's denn da zu sehen? Na gut, ist schon schöne Aussicht, ne, mit dem Fluss. Da kann man mal ein bisschen gaffen. Das Haus der Professorin erkennt man auch von weitem an seinem violetten Dach. Ach, er spioniert hier hinterher. Gucke da, die miese Ratte. Es ist schon gute 5 Sekunden her, dass wir Hopp gesehen haben. Okay. Hackcraft, hallo. Mann. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich's dir. Aha. Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Delion? Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Kraft. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Deine Mutter verschenkt Pokébälle. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. 20 Stück? Yo! Das ist nicht Inception, das ist Hobception, ist so. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Danke, Mann. Wart's nur ab. Ich werde in 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Okay, tschüss. Danke, dass ihr da wart, Leute. Danke für die Pokebälle. Das ist hier so... Oh, direkt reingerannt. Das habe ich schon. Maiko, wieso? Dann musst du sterben für die EP. So sieht's aus. Da war was Glänzendes. Siehst du direkt 100 Items vergessen. Oh nein, dafür muss Maiko leiden. Weil es hätte ja auch was sagen können, ne? Ist doch ein Vogel. Eine diebische Elster. Oh, der hält was aus mit Level 7. Mermillon, da müssen wir aber ein bisschen an der Defense arbeiten, ne? Ich meine gleich bis zu Level 9. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus, aber... Das hat er mies in die Schnauze gedonnert, ne? Ach, du Scheiße. Wie er die Cap trägt, ist ja mal interessant. Ja, im Grunde trägt er die Cap genauso, wie man es von jemandem erwarten würde, der mit einem Umhang rumrennt, oder? Aber das ist für das Gesamtbild schon relativ stimmig, würde ich sagen. Ja, wo sind wir nochmal zurück? Vielleicht sehe ich ja auch was. Irgendwo liegen. Nee, hier nicht. Weiter oben vielleicht. Oh, da, jetzt habe ich es auch gesehen. Ein Beleber. Ja, kann ich ein Pokémon wiederbeleben. Nice. Was man also wegschmeißt, ne? Irgendeine Medizin, die dein Pokémon wiederbeleben kann. Ja, brauche ich nicht. Wer tot ist, ist tot. Jetzt sind hier nur noch Eichhörnchen. Euch kenne ich. Aber auch euch kenne ich. Ich kenne euch alle. Da ist noch was Verstecktes. Da renne ich rein. Und es ist ein... Ein Sansect. Das sieht ja fürchterlich aus. Ist Harry Potter als Pokémon? Oder schimmert zu einer großen Brille? Ja, will ich aber trotzdem haben. Los geht's. Bam. Der hat gesessen. Käferputz. Schicke Animation. Macht Schaden und Spezialangriff sinkt. Okay. Dann kriegst du jetzt noch einen kleinen Klaps. Und dann kommst du in meinen Ball hinein. No! No, Mermillon. Warum? Oh, es ist voll traurig. Warum machst du jetzt einen Volltreffer? Mermillon. Da weht jetzt ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. Nur, dass wir uns gleich verstehen, ne? Oh nein, das will ich nochmal haben. Da ist noch eins. Bleib stehen. Wehe, das ist was anderes. Luturzel. Das wird euch jetzt überraschen, aber ich liebe Luturzel. Weil seht es euch an. Kriegen wir einen Zoom auf seine Fresse? Los, Kamera. Do it. Do it. Ah, sie will nicht, aber Luturzel ist so geil. Ja, look at him. Oh mein Gott, er ist perfekt. Ja, Mann. Also, wer es jetzt nicht verstanden hat, warum Luturzel einfach super geil ist, dem kann ich es auch nicht mehr erklären. Oh, das könnte ein bisschen tricky werden, das zu fangen. Aber wir schaffen das, Mermillon. Wir schaffen das. Luturzel, du kommst auf jeden Fall mit rein hier. Gibt's noch einen Klaps?
Ja, wieder Absorber. Nein, es heilt sich. Okay, alles auf eine Karte. Alles auf den Pokéball jetzt. Der muss einfach nur sitzen. Come on. Einmal drauf da. Bam. Na? Dotorze gönnen. Wir suchen alle neue Trainer, wurde gesagt. Ehre. Ach, schön. Ein Lutwurzel. Ich freue mich. True, und mit der Mähne, die er auf dem Kopf hat, würde es mich nicht wundern, wenn die nicht besser passt, oder? Na, das ist schon verrückt. Der ganze Stil. Die Werbepartner hinten auf dem Umhang, ja. Wahnsinn, sage ich. Vielleicht war das bei den alten Leuten auch eine Auswirkung der Bäreninflation. Wenn man sich das Pokémon-Futter nicht mehr leisten kann und der Rest auch zu teuer ist, haben die wohl zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Alten hier im Dorf, die wissen noch, wie das geht, ne? Ganz genau. Eugen, hallöchen. Fast so gut wie Morlord oder Seemops. Ich sehe, du weißt genau, wovon ich rede. Lutwurzel. Da sein Blatt zu groß und schwer für das Leben an Land geworden ist, lebt es nun im Wasser, schwimmend. Ehre. 2,6 Kilogramm. Was für ein fetter, kleiner Wassertropfen. Ich freue mich. Lutwurzel. Aber eigentlich wollte ich ja diesen Käfer haben. Oh, das ist er. Das ist er bestimmt, der Käfer. Oh, ist er wirklich? Sehr schön. Und was für eine auffällige Farbe, oder? Wahnsinn. Zeige dich. Ja, Käferli. Die Frage ist nur, gehe ich diesmal dann mit der Aquaknarre rein? Ich würde sagen, ja. Bam. Boah, was ist denn mit dem? Der hat ja null Defense. Der hat ja null Defense. Oh, und der Pokéball muss wieder sitzen, sonst ist Mamillon einfach dead. Holy fuck. Marv mit 5 wunderbaren Abos. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe den Alert gesehen, aber nicht gehört. Ey, seit gestern spinnt Streamlabs rum. Hatten wir jetzt bei Origins, hatten wir heute in der Beta und jetzt bei Pokémon macht es einfach gar keine Geräusche mehr, oder was? The fuck? Ja. Naja. Wann das nächste Update, Streamlabs? Vielleicht jetzt? Ne, jetzt wäre auch scheiße. Ich glaube, wenn ich das Programm schließe für ein Update, dann wird schlecht mit dem Stream. Mystisch. Vielen Dank. Dankeschön. Lutwurzel ist richtig fett. Am liebsten habe ich Kapaloris, haben einige geschrieben, ne? Ist die Endentwicklung. Vor allem aus Pokémon Kolosseum mit dem Tänzertrainer, bis heute ein Trauma von dem. Habe ich nie gespielt, kenne aber Memes dazu und kann das durchaus nachvollziehen. Dieses Pokémon trifft man oft auf Feldern an. Mit den Haaren, die an seinem Körper wachsen, spürt es, was in der Umgebung vor sich geht. Oh, das kann ich auch, ja. Die Haare an meinem Arsch signalisieren mir zum Beispiel gerade, dass ich sitze. Wie bei Spider-Man und diesem Spinnensinn. Nur mit Haaren halt. Ein Spitzname, nein. Ich sagte nein. Oh Gott. Jetzt ist auch Pokémon kaputt. Keiner hört hier mehr auf mich. Verdammt. Dann rennen wir weiter. Oh. Ein Trainer. Ein Trainer. Okay. Er spielt mit seinem Ball. Ich glaube, dann sollte ich Mamillon heilen. Ich wollte eigentlich keinen Trank benutzen, aber jetzt muss ich anscheinend. Einmal rein da. Der Arschhaarsensor. Das wäre mein Superheldenname. Kraft hat insgeheim idealerweise verändert, weil 5 Subs zu wenig sind, um es zu erwähnen. Erst ab 10 wird angezeigt. Genau, das ist Marketing, Leute. Das ist Marketing-Wait. Ach, das ist sogar so eine Warnung oder was, dass ich jetzt in seiner Nähe bin. Sneaky. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Na dann, ziehe ich dir mal das Taschengeld ab, wa? Oh, er hat so einen Schlaraffel-Pullover. Was für eine verdammte Legende, Mann. Knirps Timmy setzt Raffel ein, das ist jetzt aber überraschend. Aber wie sweet ist das bitte, dass er sein Lieblings-Pokémon nicht nur auf dem Pulli trägt, sondern auch besitzt. Nice. Keine Ahnung, woher das idealerweise kam. Ja, du hast mich auch kurz ausgebremst. Es ist noch vom Nebel von vorhin. Ja, ja, kenn ich. Mamillon, jetzt. Idealerweise haust du das direkt weg. Schade. Aber wieder ein Volltreffer, also Mamillon. Ist schon so eine kleine Sniper-Legende, ne? Er zielt hier auf jeden Fall auf den Kopf. Das finde ich sympathisch. Boom. Most Epic Anime Fight. Level 6. Aus dem Leben geschossen. Das bringt gut EP.
Level 10 ist er schon. Ah, Speed Level is real. Loturze auch Level 6. Auch Aquaknarre gelernt. Ehre. Timmy, das war's. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Ja, das ist aber total beknackt. Vielleicht solltest du da mal an dir arbeiten. Ist ja wohl das Dümmste, was du machen kannst, dann zurückzugucken. So eine Scheiße. Oh, da ist ein Pokéball. Er muss hier hoch. Kleptifuchs, leave me alone. Zwei Tränke gefunden. Na, guck mal. Läuft. Wenn sich die Blicke kreuzen, wird geknutscht. Weil das hat Tradition in den Streams von Craft. Make love. So ist es. Darum auch ohne Cam, ne? Sonst wären wir hier nur am Knutschen und würden zu nichts anderem kommen. Was ist hier hinten los? Gar nichts. Ah doch, Junge, überall liegen hier Items rum. Noch mehr Pokebälle, ja geil. Da müssen wir noch ein bisschen was fangen, Leute. Führt ja kein Weg dran vorbei. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Das ist eins der dümmsten Mottos, die ich je gehört habe, aber gut. Göre Maya. Versucht sie irgendwas mit ihrer Krawatte zu kompensieren? Man weiß es nicht. Kame Haps. Oh, steile Krise, Bruder. Sehr nice. Schon richtig hyped auf die neuen Pokémon-Editionen, wenn ich das gerade so sehe. Same. Komplett same. Ich hoffe nur, dass zwischen den neuen Pokémon-Editionen und Dragonfly genügend Zeit liegt. Ansonsten habe ich ein Problem. Oh, Aquaknarre ist nicht sehr effektiv. Dann bekommst du den Klaps, Bruder. Habe ich gar kein Problem. Bam, schön auf den Hintern. Kritischer Treffer, ja. Kritischer Treffer. Warum erinnert mich Memeon an Emeron? Weiß ich nicht. Tweetet unser Pokémon hier vielleicht viel über League of Legends, oder? Ja, da sind schon gewisse Ähnlichkeiten im Klang vorhanden, muss man so sagen. Vielleicht auch bei der Farbe des Schweifes? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Ja, aber ganz ehrlich, wenn es mit dem Motto anfängt, also, dann wissen wir doch, wo es hingeht, oder? Maya! Maya! Oh, was bist du? Du bist was ganz Besonderes. Nämlich noch so ein Käfer, den ich one-shotten kann. Ich glaube, ich habe ja alles, was rumflatterte, oder? Ich meine, ein Volley könnte ich irgendwie noch versuchen zu zähmen. Zu zähmen vor allem, danke. Da kam der Hunter wieder durch. Ich zähme das Volley, indem ich es halb totschlage. Und ihm dann mit einem Ball eins überziehe. Das ist der wahre Weg eines Zähmers, Leute. Ehre. Und dann müssten wir auch die ganze Zeit unsere Monitore sauber machen, weil wir die ganze Zeit dagegen schlabbern. Das ist völlig richtig. Oder wir warten einfach, bis die ganze Schlabberei dann einmal richtig getrocknet ist und dann klopfen wir das einfach so ab. Ne? Dann spart man sich die Zeit, aber wenn man dann einmal besonders viel geschlabbert hat, und vorher vielleicht, als ob ich hier jetzt so oft verfehle, was zum Teufel. Und vorher vielleicht eine schöne Pilzcremesuppe genossen hat. Dann könnte es natürlich schwer werden mit der Sicht. Na, das ist so. Das ist so. Okay, der nächste Klaps, der muss jetzt aber treffen. Wollte ich schon sagen, ey. Dreimal hintereinander verfehlen wäre jetzt aber wild gewesen. So viel zur Sniper-Legende. B-Horse mit dem dritten Monat und Monkey mit dem achten hinterher. Vielen Dank. Dankeschön. Wir fliegen mit ein paar Kumpels, tatsächlich passend zum Pokémon-Release, in den Urlaub. Und da wird mit zwei, drei Leuten erstmal die Pokémon-Edition durchgesuchtet. Und nach dem Urlaub kommt dann hoffentlich Dragonflight. Alles schon geplant. Geil. Ich drück die Daumen, dass ihr das so durchziehen könnt. Das klingt auf jeden Fall sehr fett. Und wär frech, ne? Wenn Blizzard da jetzt reingrätscht, direkt Anzeige hinterher. Okay, ich habe Angst um Memeon. Nee, ich kämpfe nicht weiter. Oh, da ist noch einer. Oh nein, dann muss ich nochmal einen Trank reinzwirbeln. Nützt ja nichts. So, für die Sicherheit. Ich könnte auch mit wem anders kämpfen, aber so weit kommt's noch. Hör mal. Hier steht noch einer. Wer bist du denn? Und da vorne ist schon wieder Hopp. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Bruder, wenn es an Hopp scheiterte, dann habe ich richtig schlechte Nachrichten für dich. Da würde das nicht gefallen. Oh mein Gott, und das ist einfach sein Pokémon. Bitte lass es sein einziges Pokémon sein. Und, oh nein, er hat noch eins. Okay, er ist nicht allein mit dem. Das ist schon mal gut. Diese Themen schon wieder. Ja, jetzt eine schöne Pilzcremesuppe auf den Schreck, oder? Na, aber lecker. Hab gerade ein 10er Pack Kinder Bueno verknuspert. Jetzt ist mir schlecht. Da sehe ich mich aber komplett.
Komplett. Am schlimmsten noch hier Kinder Happy Hippo oder Schoko Fresh oder so. Schön aus dem Kühlschrank. Junge, da bin ich auch wieder Staubsaugermodus. Es geht nicht. Es geht nicht. Esser 1, Packung leer. Ja. Das ist wirklich irgendwie so ein alter Fluch, der da auf mir liegt. Und ich komme auch nicht raus. Aber ich versuch's auch nicht. Ich genieße den Fluch. Bin Teil der Lösung. Würde ich gerne sagen, ja, aber ich bin Teil des Problems, weißt du? Das ist scheiße, sage ich. So, da mir langsam die Augen zufallen, sage ich schon mal viel Spaß noch und fang Glück und danke für den Stream, Anni. Mach es gut. Gute Nacht. Er hat noch einen Kleptifuchs. Ja, das brezen wir natürlich über den Haufen. Das ist gar kein Problem. In dem Fall kann ich Teil der Lösung sein, wenn ich sage, Memeon, Aquaknarre, oh. Ich bin wieder Teil des Problems, oh nein. Oh nein, und er hält einiges aus. Na gut, dann hoffen wir mal auf einen Volltreffer mit der Aquaknarre. Ja, fast. Der Wille war da. Kinder Maxi King, oh, so gefährlich. Drei Packungen und mir geht's gut. Werden es vier, komme ich einen Tag nicht mehr aus der Toilette raus. Man muss auch bei solchen Süßigkeiten einfach die Grenzen mal ausgetestet haben. Gerade wenn die im Angebot waren, ne? Ist immer sehr, sehr tricky. Da gibt's einige. Einige, die mir da immer wieder das Leben schwer machen. Auch die Schokobrezeln zum Beispiel. Na, die so ein bisschen süß-salzig sind. Ausrufezeichen Käsefreunde, ihr wisst Bescheid. Da haben wir natürlich auch ein paar schöne Angebote. Aber manche Snacks, ja, die snackt man halt nebenbei, das ist okay. Und beim anderen wiederum weiß man, das wird Ragnarök. Ja, das ist mein Nemesis, das ist Apokalypse. Und dann geht man trotzdem rein. So viel dazu. Ich verliere wirklich gegen jeden. Egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Ja. Tja, jetzt gib mir dein Geld und halt die Schnauze, oder? Oh, da ist so ein Kamehubs. Ja! Und da hinten war noch ein Item. Nice. Look at him. Kamehubs erscheint. Ich hoffe, der macht mein Nemeon jetzt nicht kaputt, weil der sieht ja schon böse aus. Der sieht ein bisschen aus wie das Kind aus der Grundschule, das immer sofort bei jeder Scheiße zum Direktor gerannt ist. Und darum gibt's direkt einen Klaps zur Begrüßung, Junge. Boom. Ja, der braucht schon drei, ne? Aber Aquaknarren werde ich doch wohl tanken. Sehr gut, Memeon. Memeon ist einfach Tank geworden, Leute. Ehre. Bam. Sehr gut. Magic, geil. Noch ein Tackle. Und noch ein Klaps, Junge. Da wurde sich ordentlich gekloppt hier auf dem Schulhof. Ausgezeichnet. Und eigentlich wollte ich das fangen, ne? Scheiße, ich war jetzt so im Battle-Modus. Ich wollte das doch fangen, jetzt habe ich es totgehauen. Kann ich vielleicht seine Leiche? Oh nein, das war ja wie in WoW, wenn man als DD tunnelt. Oh, da ist noch eins! Ja! Sehr gut, was lernen wir daraus? Man kann Pokémon ruhig totschlagen. Nicht so schlimm, es gibt immer noch ein zweites. Aber jetzt ist Memeon natürlich in Gefahr, ne? Na, wir tryen mal. Ja, gut, hi. Putz. Sehr gut. Aquaknarre tanken wir. Ja, am nächsten Hit tanken wir auch, oder? Memeon, du machst das. Nur ein dritter Klaps darf nicht sein. Da muss gleich der Pokéball fliegen. Sehr gut. Ja, das läuft. Easy. Easy. Das bedeutet, Pokéball, Flieg und Sieg. Jawohl. Ausgezeichnet. Mein eigenes Kamehubs. Ich freue mich voll. Na? Ey, läuft. Das Kamehubs ist die Reinkarnation von Randall von Disneys große Pause, genau. Miss Finster, exakt das einfach. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn ich alte Raids mache für Mounts, kann man die Unlimited machen oder nur einmal. Raids unterliegen einer wöchentlichen ID, das heißt, du kannst pro Woche einmal rein. Immer mittwochs wird das Ganze resettet. Sicher, dass du drei Wasser-Pokémon in deinem Team haben willst? Nö. Also ich habe generell keinen großen Plan, den ich verfolge, aber jetzt am Anfang nehme ich erstmal mit, was mir vor den Pokéball kommt. Im Kampf greift es mit dem steinharten Horn auf seinem Kopf an. Schreckt der Gegner zurück, schnappt es zu und lässt nicht wieder los. Sympathisch. Das ist ein Horn. Ich dachte, das ist wirklich seine Friese. Naja. So ist das manchmal. Du kommst ins Team. Nö, du gehst in die Box. So. Weg mit dir, Kamehubs. Ich wollte dich nur fangen. Und da drüben war gerade noch ein Item, bilde ich mir ein. Ja! Eine Sprühdose Schutz. Hält für kurze Zeit schwache wilde Pokémon ab. Das ist gut.
Schwache Pokémon wollen wir nicht haben. Wirst du auch das neue Pokémon spielen? Auf jeden. Wir haben ja zum Arceus-Release schon Arceus ordentlich durchgesuchtet hier im Stream. Und das werden wir mit den neuen Editionen bestimmt ähnlich machen. Es sei denn... Alter! Fischies! Es sei denn, es überlappt sich eben mit Dragonflight oder so. Dann muss Pokémon bei mir leider warten. Und dann spielen wir es auch zusammen, aber nicht direkt halt, ne? Da müssen wir mal gucken, wie die Releases aussehen. Da sind alle. Familientreffen. Schau mal, da ist die Professorin. Ja, die auch. Coolen Stab hat sie. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist noch immer ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Hallo, wir sind auch da. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur herein. Das ist aber nett. Ich habe euch befohlen, der Zauberin ihren Stab abzunehmen. Herr der Ringe ist wieder überall. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat ja ganz schön Gesellschaft bekommen, wie schön. Und du musst Kraft sein. Meine Enkelin Sarnia hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Kraft, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Delion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee sehr sympathisch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Können Sie bitte Ihr Maul halten? Sehr höflich, Hopp. Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass Sie daran teilnehmen, Delion? Hopp und Kraft sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben Sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Ey, Hopp ist ein bisschen sehr aufgeregt, ne? Das ist nicht gut für die Knie, mein Lieber. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Kämpft bis zum Tod. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem ihr gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Danke, Delion. Das ist sehr nett. Oh, coole Sache. Kraft, ich warte draußen auf dich. Ja, dann wird sich jetzt mies gefetzt, Leute. Let's go. Oh, da hinten war ein Micro. Kriege ich direkt Flashbacks, wie ich das zweimal in Shiny züchten musste, weil nach dem ersten Mal mein Game gecrashed ist. Oh Gott, das sind wirklich starke Schmerzen. Heute ein Twitch-Video gesehen, wo der Meisterball verfehlt hat? Wie geht das denn? Hat er den auf einen Pokémon von einem Trainer geworfen, oder? The fuck? Durchgesuchte trifft es gut, du hast die ganze Nacht durchgestreamt zu Release. Ja, bis wir durch hatten, war jeden Tag Pokémon, ne? Morgens, Essenspause, weiter Pokémon, Abendbrotpause, weiter Pokémon. Ja, gut durchgeballert, ne? Aber so langsam oder sicher müsste doch der Dragonflight-Release mal rausgehauen werden, oder? Ja, also das Jahr ist ja jetzt nicht mehr endlos und wir haben jetzt die Beta. Insofern muss das zeitnah mal passieren, ja. Definitiv. Ein richtiger Kampf ist gut für eure Pokémon. Und was gut für eure Pokémon ist, ist auch gut für euch. Ja, Pokémon-Futter zum Beispiel. Nom 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 nom. Nice. Und sie hatten Kamehubs oder was? Wow. Das frisst hier die Mäuse weg. Und wer ist denn das? Yo, Professoren, sie haben hier so ein Opa stehen. Aha. Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten.
Man darf nicht den Fehler machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Doch ich mach das so. Darum sterben auch alle Pflanzen in meiner Nähe. Teldrassil, wieso? Wieso? Ich kann ja auch in die zweite Etage, Junge, das ist ja geil. Noch mehr Bücher. Der hat doch das Haus nur gekauft, um noch mehr Bücher zu lagern, oder? Ist so. Findest du, dass die Open-World-Aspekte in Pokémon gut sind oder dass sie dem Game gut tun? Gibt ja viele, die es haten. Ich bin damit sehr zufrieden. Mir hat zum Beispiel auch... Ah, das ist ein Föhn. Okay, ach du Scheiße. Mir hat zum Beispiel auch in Arceus das richtig gut gefallen mit dem Open-World-Shiny-Finden zum Beispiel. Ne? Hier müssen wir, glaube ich, nach wie vor in das Pokémon reinrennen und dann sehen wir erst, ob es Shiny ist oder nicht. In Arceus in der offenen Welt ploppen die gleich als Shiny auf, fand ich super cool. War für mich eine völlig neue Jagderfahrung, wenn man so möchte, ja. Und fühlt sich einfach alles ein bisschen natürlicher an, wenn man es so sagen kann. Nicht nur so gebunden an das hohe Gras und so weiter, sondern mehr so auf Lebensraum getrimmt und, und. Also das hat mir schon insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Großer Streitpunkt bei Arceus ist natürlich auch immer die Grafik. Und den kann ich auch sehr nachempfinden, diesen Punkt. Aber rein diese Open-World-Aspekte finde ich schon, dass sie Pokémon recht gut getan haben. Zumindest für die Art und Weise, wie ich Pokémon erleben will. Dafür gefällt mir Pokémon Go überhaupt nicht. Ja, das hat für mich in vielen Aspekten nichts mit dem Pokémon zu tun, das ich gerne spielen möchte. Einfach Pokémon Mainstreamer geworden und zum WoW-Release lässt er uns mit all unseren Fragen einfach alleine in unseren dunklen Kellern. So kennt man ihn. Und währenddessen trage ich einfach diese Mütze, die ich hier auch gerade aufhabe. Selbst wenn draußen 300 Grad sind, dies ist der Weg. Ja, schönes Zimmer, ne? Hier, guck mal, sogar Voldi-Aufkleber. Großartig, das ist Sonjas Zimmer. Das erklärt auf jeden Fall einiges. Schön. Schön, schön, Leute. Schön mit Föhn. Dann gehen wir mal raus und kloppen uns mit Hopp. Zeit für ein Makura. Oh, was ist hier hinterm Haus? Ist zwar schon fette Kampfmusik am Laufen, aber... Ah! Was bist du denn? Gegenstoß. Aha, aha. Hydropumpe wäre cooler gewesen. Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Oh, das will natürlich wohl überlegt eingesetzt werden. Ist also nichts für mich. Du magst Pokémon Go doch nur nicht, wenn man dazu raus muss, ja? Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Du willst diese Empfehlung von Delion doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich. Ich dachte, wir kämpfen hier. Ach so, ist auch richtig. Ich hatte Angst, dass er jetzt schon hinterm Haus irgendwo brüllt oder so. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Challenge. Wir müssen Delion in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Challenge haben. Los geht's. Yeah. Dö. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinem Ruf als Delion der Unschlagbare gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Hätte mich gerade fast richtig mies verlesen bei Fetzen fliegen. Oh Junge, Instant Strike auf YouTube einfach lul. Jetzt geht die Legende von Hopp erst so richtig los. Ja dann. Abfahrt, was hat er denn so gefangen? Vermutlich denselben Shit wie ich, oder? Oh nein, na, er hat nur eins mehr. Hopp, wollen wir nochmal üben, wie man Pokebälle wirft, oder was ist da denn kaputt? Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Ja, mach doch. Kampf und Aquaknarre. Wolli ist erst Level 6, Bruder. Was hat er denn gemacht auf der Route? Ich denke, die anderen Trainer wurden auch von ihm platt gemacht, haben die ihm keine EP gegönnt, oder? Was ist da denn los? Senashi, der 9. Monat. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hört sich der Sound an wie der Standardwecker von Android. Ja, manchmal hört man so Geräusche, ne? Und denkt sich, warte, woher kenne ich das? Und dann reicht schon so eine Art ähnlicher Sound. Und dann ist es irgendein Klingelton von einem Nokia-Handy aus dem Jahre 2000. Und dann kicken die nostalgischen Traumata. Damn! Bisher geht der Hopp auf die Nerven. Ich fand ihn gerade am Anfang vom Game ziemlich lästig. Ja, man wird in dem Game auf jeden Fall sehr an die Hand genommen. Ne? Also ich hatte ja jetzt nicht mal die Möglichkeit, mich irgendwie zu verlaufen.
Und von 3 NPCs, die ich angequatscht habe, haben mir 3 erklärt, wo ich hin muss, ne? Immer ein bisschen anders verpackt. Das ist schon, wenn man jetzt nicht gerade 6 Jahre alt ist, ein bisschen nervig, aber wird, bilde ich mir ein bisschen besser darum. Soll der Anfang von mir aus ruhig ein bisschen mehr an die Hand nehmen sein. Und dann ist es hinten raus viel mehr Eskalation. Yeah, aber wenn Hopp jetzt gleich erstmal ein Schweigegelübde ablegt, dann bin ich damit auch fein, ja. Definitiv. Lotturze ist Level 9 und will Weißnebel lernen. Nee, Lotturze, mit Nebel habe ich heute keine guten Erfahrungen gemacht. Dann kann ich wieder eine halbe Stunde nicht reden, Alter. Micro, das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Das gute alte 1 gegen 6, oder wie Hopp sagen würde, das wird knapp. Ehrenmann. Oh, Level 5. Anspannung. Da wäre ich aber auch angespannt, wenn ich jetzt in seiner Position wäre. Aquavelle. Bäm. Yo. Direkt aus dem Leben gebrettert. Naja, das war knapp. Sehr gut. Level Up für Mabula. Sehr schön. Was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich in dir einen würdigen Rivalen gefunden. Schön Kohle abgedrückt, ne? Gleich in Bitcoin stecken. In Pokécoin. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Ja, Hopp. Es geht bei Pokémon-Kämpfen um die Wurfkurve des Pokéballs. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so. Ist ja wie in League of Legends. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Der alte LOL-Gamer wieder. Hopp, my man. Was für ein Kampf. Kraft, Hopp, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient. Seine Pokémon wurden einfach fast alle gewonnen-hittet, ne? Direkt Empfehlungsbrief, Bruder, war der beste Kampf jemals. Empfehlungsbrief. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an der Arena-Challenge teilzunehmen. Danke, Delion. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind auch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hopp. Früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokebälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Nin. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Kraft. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Kraft? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Delion zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Bin dabei. Klasse. Mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Oh, eine Sternschnuppe. Oh, 2 Sterne. Okay. Na, so ein Zufall. Hey, Kraft, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar 2 Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Ich erhalte einen Wunschstern. Danke. Ah, ist schon schick, oder? Mit dem Wasser. Hat sie sich ein schönes Plätzchen gesucht, die Professorin hier. In Galar verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamax maximieren. Dadurch werden sie riesengroß. Dann weiß ich, wo ich den hinstecke, Lul. Das ist ja ein Ding. Es heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. So, jetzt habe ich es mir 3-mal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheime Kräfte... Ihnen ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Kraft und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaximieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar 2 Wunschsterne direkt vor die Füße. Zufall? Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann.
Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Na gut. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gern nach Haus. Ihr esst doch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf dem Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Jo, direkt bekocht werden. Ehre. Ah, Poke-Center Sound again. Alle sind voll geheilt. Juhu! Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp, du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Kraft hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich so gut wie an nichts erinnern. An wie so, Sanja. Verstehst du? Na toll. Anscheinend nicht. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Kraft und Hopp. Komm mal rüber. Mhm. Einfach auf den Boden geschmissen. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolica erhalten und es sofort angezogen. Dynamax-Band. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamaximierung von Pokémon. Ehre. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke Professorin. Ich werde verrückt, das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit Dynamaximieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt das Pokémon riesengroß werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon wie möglich vertraut machen. So füllt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof, Kraft. Fertig? Los! Und er ist weg. Er ist einfach weg. Yukine, hi. Chloa, gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Natürlich geht es um die Wurfkurve beim Ball. Man muss den Gegner nur schnell und hart genug mit dem Ball treffen, damit er ausgenockt wird. Das stimmt. Man könnte eigentlich auch den Pokéball einfach dem gegnerischen Trainer voll in die Schnauze schmettern. Hat man eigentlich auch gewonnen, ne? Easy going. Und die Pokémon mussten nicht mal leiden. Man spart auch an Tränken, ne? So gewinnen alle. Außer der mit dem Ball im Gesicht. Bekommst du noch dein Team aus der gelben Edition zusammen, mit dem du die Top 4 besiegt hast? Nee. Das ist zu lange her. Und da hat tatsächlich mein Vater auch mitgespielt. Wir hatten auf jeden Fall ein Kadabra. Das weiß ich noch. Und wir hatten Pikachu dabei. Und das war's. Pikachu und Kadabra. Aber damit konnte man auch schon ein bisschen was anfangen. Den Rest allerdings, das ist zu lange her. Ich war immer schon Riesenfan von Nidoking. Aber ich glaube, ich war früher schlichtweg zu unfähig, eins zu kriegen. Daher könnte ich mir vorstellen, dass wir auch einfach einige dann auf der Siegesstraße gefangen haben und damit Pikachu, Kadabra und dann so Geowatz und Co. durchmarschiert sind. Ne? Und eine Menge Top-Genesungen auch denkbar. Wo haben die Jungs geschlafen? Hat bestimmt wieder jeder so eine Kühlmatte dabei. Ne? Dann läuft das auch. Am besten den Schwerball werfen. Ja, am besten vorher noch sagen, dreh dich mal um und dann schön an den Hinterkopf. Ne? Ehre. Don, gute Nacht. So, wir sind frei. Echt? Hey, Kraft, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Dich hat sicher auch schon im hohen Gras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Oh, das hat doch eine Funktion. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal, auf den linken Stick zu drücken. Und übrigens, ab jetzt zählt Kraft. Wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Wenn wir beide den Brassberry-Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Danke, Hopp. Bin ich jetzt frei? Hopp hat Dobby eine Socke geschenkt.
Dobby ist frei. Ah, das freut mich. Sehr schön. So, haben wir... Oh, ein Zickzacks. Warte. Nice. Ihr erratet nie, von welcher Band dieses Zickzacks ein sehr großer Fan ist. Okay. Schwäche ich dich erst? Ja, besser ist, oder? Eine Aquaknarre wird das schon überleben. Bam. Ja. Ja, ja. Schlecker. Okay. Oh nein, direkt Paralyse. Ach komm, dann gibt's einen Pokéball. So. Die Kasse ruht der Spatzen, ganz genau. Tokyo Hotel hätte ich auch noch akzeptiert, aber das ist sogar noch besser. Die Amigos. Oder Kiss, vielleicht auch das, ja. Alles bekannte Schlagerbands. Da gibt es natürlich keine allzu großen Unterschiede. Zickzacks. Kleindachs-Pokémon, Galar-Form. Es hinterlässt überall ein riesiges Chaos, in dem es sich im Zickzack bewegt. Hierbei handelt es sich offenbar um die älteste Form von Zickzacks. Ja, eigentlich ist das so ein normaler brauner Dachs, aber hier in Galar ist es ein bisschen durchgedreht, ne? Da ist es ein bisschen wilder unterwegs. My Loveless, hi. Sehr gut, haben wir doch noch eins. Das ist schön. Und ich höre mehr von den Maikos. Aber die haben wir auch schon. Wait, bist du ein Wild? Du bist ein wildes... Yo, Voldi! Oh, das steht hier einfach auf der Straße. What? Und ich bin paralysiert. Scheiße. Memeon, du kannst es trotzdem tun. Ja! Bam. Ich würde ihm gern noch einen Klaps drücken. Aber ich habe Angst, dass es mich killt. Aber egal. Let's go. Bam. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Tackle ist auf jeden Fall auch Ehre. Und dann den nächsten Pokéball. Komm. Das habe ich ja überhaupt nicht im Gedächtnis gehabt, wie viele verschiedene hier auf den ersten Routen rumflitzen. Ja, Mann. Na, Voldi nehmen wir auf jeden Fall mit ins Team. Geil. Elektro. Und Klappt die Fuchs hat ein Level ab. Schön. Tada! Ein neuer Eintrag. Gesios, hi. Welpen-Pokémon. 13 Kilo. Yo, die kleine Wuchtbrumme. Im Austausch gegen Leckerlis hilft dieser kleine Vielfraß Menschen bei der Arbeit. Beim Rennen wird es von knisternder Elektrizität umhüllt. Ja, mit dem Gewicht ist halt nicht viel Rennen, ne? Es nervt sich quasi selber in mein Team. Und dafür schmeiße ich... Dafür schmeiße ich das Insekt hier raus, komm. Tschüss, danke für deinen Besuch, Bruder. Aber Voldi ist auf jeden Fall wichtiger. Sehr, sehr gut. Da ist einfach noch eins. Jo, was? Wie viele? Ich dachte, das wäre jetzt der Ultra-Rare-Spawn, aber da ist einfach direkt ein weiteres. Naja, gut. Sonst noch irgendwelche geheimen Pokémon, von denen ich wissen sollte? Nee, ne? Euch kenne ich. Das war wieder... Oh, ein Kami-Hubs. Nee, in dich würde ich ungern reinsprinten. Ja, noch eins. Junge, direkt sein... direkt seinen Bruder mitgebracht, wollte ich sagen. Oh, no. Craft der Pokémon-Kidnapper. Das Voldi ist bestimmt gar nicht wild und du nimmst das jetzt einem armen kleinen Rotzbengel weg. Der ist eh nicht verdient. Siehste? Ich habe mir das hart erarbeitet, indem ich ihm auf offener Straße einen Ball in die Fresse geworfen habe. Und darum kommt es jetzt mit. Ist mein neuer bester Freund. Ja, wir sind einfach sofort der Du gewesen. Easy going. Ah, und die Aquawelle, die schallert auch ordentlich rein. Sehr, sehr gut. Na, geht doch voran hier mit dem Level. Lotorze ist schon Level 10. Richtig nice. Da muss ich an Pokémon Snap denken. Also zumindest die neue Switch-Version. Wo wir so einen Lotorze-Turm gebaut haben. Da haben die sich aufeinander draufgesetzt und kamen dann so angeschwommen. Das war auch so ein herrlicher Moment. Ach du Scheiße. Wieder in Brassbury. Yeah, yeah. Oh, du bist neu, oder? Ich habe gesehen, wie Hopp in Richtung Bahnhof geschlichen ist. Geschlichen? Er schuldet hier bestimmt einigen Leuten Geld, wa? Aber ich will erstmal ins Pokécenter. Ah. Hopp. Der Bahnhof ist da drüben, Craft. Ich weiß. Hopp, danke. So viele Gebäude gibt's hier nicht. Zeig mir noch, wie du reinrennst, Bruder. Er wartet davor und winkt, um Gottes Willen.
Ja, es gibt keine anderen Kinder in meinem Alter hier, ne? Ich habe keine Auswahl an Freunden. Ich muss den nehmen. Geh doch mal raus und spiel mit dem Nachbarkind. Das Nachbarkind, Leute. Ey, Loturze. Look at him. Er ist einfach so eine Frohnatur, oder? Freut sich total über die Heilung. I love it. Wenn du den Wuffel nicht streicheln kannst, sofort D-Abo. Direkt Anzeige an Nintendo, oder? Kraft trägt den Fanghandschuh aus Pokémon Colosseum. Er fängt einfach alle Pokémon, egal ob wild oder bereits gefangen. Bin so ein mieser Hacker. Unglaublich. Dann will ich aber auch dieses dunkle Lugia haben. Hopp, hast du das gesehen hier zufällig? Anscheinend nicht. Und Kraft, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Ärmel. Donnerwetter, das sind viele Pokémon. Du hast richtig rangeklotzt, was? Dein Team wird irgendwann bestimmt richtig stark. Sternschauer. Lecker. Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen. Nice. Das ist eine TM. Mit der kannst du deinen Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Diese TM hier habe ich übrigens mal von Deldeon geschenkt bekommen. Sie enthält die Attacke Sternschauer. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. Deutsche Bahn in Pokémon. Ja! Pokémon Snap ist so Nostalgie für mich. Habe ich als kleiner Bengel immer mit meinen Geschwistern auf der PS2 gespielt. Auf der PS2 gab es es auch. Siehst du, ich hatte nur noch N64 im Kopf. Deswegen bin ich auch sofort reingejumpt, als das Remake oder der zweite Teil oder wie auch immer man es nennen will kam. Haben wir dann ja auch schön durchgesuchtet, ne? Das war bei mir ganz genauso. Immer eine nostalgische Reise, ja. Ob man will oder nicht. Nathanos, hi. Eben einen sehr erfolgreichen HC-Raid bis Sludgefist gehabt. Na, ist da aber schon mal eine Ansage. Geht's, Sadie? Moment, ihr beiden. Oh nee, Muddy, ey. Oh, beide Muddys sogar. Mom, was machst du denn hier? Als du Hoplo von Deldeon geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolica hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Damit wir bloß niemals nach Hause kommen müssen. Camping-Set. Mit diesem Set ist es möglich, in der Naturzone sowie an anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Mit euren Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom. Freu dich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das nur mal vor, das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Hopp, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Jetzt so gar keinen Bock, ne? Bis bald. Yo, dann mal los. Ab jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Komm, brechen wir auf, Kraft. Brechen wir auf. Los geht's. Gibt's sogar Leute, die shiny hunten mit dem Camping, ne? Wenn man irgendwie ein besonders geiles Gericht da kocht, dann werden manchmal random Pokémon angezogen und bleiben dann da. Und so hunten wohl auch manche. Richtig krass. Die Naturzone erstreckt sich rund um Engine City. Ist total cool, da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Pilgor! Außerdem kann man da auch campen und angeln und total aufregend. Ja, Mann. Läuft. Schöne Zugfahrt. Lambi, Vito, hi. Der Blick von Loturze ist einfach der vom Jailer, als wir einfach aus dem Schlund gelaufen sind, obwohl dem ja nichts entkommen sollte. 1:1, ja. Fühle ich komplett. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Engine City, warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge, eine Herde Volley blockiert gerade die Gleise. Hier ist leider erstmal Endstation. Ey, immer diese Volley, oder? Anzeige ist raus, Mann. Verstehe, Glück im Unglück, würde ich sagen. Glück im Unglück? Na, die Naturzone ist riesengroß, da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder, Kraft? Genau. Wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Und er ist weg. So schnell läuft das. Hurra. Kannst du bitte aufhören? Wollte gerade den Beta-Stream nachholen. Das geht aber nicht in meinen Verhältnissen, wenn du gerade live bist. Ich bin ein schlimmer Finger.
Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? Ich wusste es, du hast mit Evoli als Partner ein Let's Go-Abenteuer bestritten, oder? Ich hoffe, du nimmst auch dieses Evoli mit auf ein Abenteuer. Oh, weil ich Let's Go gespielt habe? Yo, nice. Das Erbmaterial dieses besonderen Pokémon ist instabil, weshalb es das Potenzial für viele verschiedene Entwicklungen in sich trägt. Nice, das nehme ich mit. In mein Team. Ich weiß noch nicht als was, aber das nehmen wir mit. Start, Kleptifuchs. Sehr gut, sieht so ähnlich aus. Beides sind Füchse oder so. Das Evoli, das ich dir gegeben habe, ist was ganz Besonderes. Versuch es mal zu deinem maximieren. Oh, das ist auch noch ein Special-Vieh. Jo, hat das auch mega geile Super-Moves. Das in Let's Go konnte ja so mega viele geile Attacke lernen. Mega viele geile Attacke. Eva! Na, ah, geht so mit den mega geilen Attacken. Aber ja, das hat oben neben seinem Namen dieses Symbol. Das heißt, sie haben eine bestimmte Form, wenn sie Dynamaximieren. Einige werden nur größer, andere bekommen dann so eine extra Form. Und wir sehen, das haben die anderen alle nicht. Krass! Eva! Ja, Mann. Oh, nee, wait, ich will zurück. Zurück, zurück. Jawohl. Hat die andere dann auch noch was für mich? Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Pikachu auf Reisen warst? Nee, da muss sie mich geirrt haben. Ach so, die würde mir dann ein Pikachu geben. Und die haben sogar die entsprechenden Haarfarben, ne? Oh, wow. Okay. Okay. Was wir aber machen können, ist so ein bisschen Sternschauer beibringen, ne? In den neueren Editionen war es doch so, dass die TMs auch gar nicht verbraucht werden, oder? Das heißt, ich könnte doch erstmal so ein bisschen Sternschauer verteilen hier, statt Rutenschlag und so. Ehre. Wir müssen es eigentlich Afro-Atze nennen, das stimmt. Der gute Alfonso, er darf niemals vergessen werden. Übrigens auf YouTube auch ganz viele Pokémon-Playlists, ne? Mystery Dungeon, Snap, Leuchtende Perle, Let's Go und was nicht alles. Wer da demnächst auf den Trichter kommt, ne? Alles da, Leute. Alles da. Ja komm, wir ziehen das einmal durch. Sternschauer ist da immer eine ganz gute Sache, statt Silberblick und so. So ein Unsinn. Pyro, was hast du beobachtet? Ist da gerade ein Wollknäuel durch das Bild gerollt? Ja, Wolli. Wolli ist so ein Schaf-Pokémon. Und das hat so dichte Wolle, dass das anscheinend hier gerne rumrollt und sich in Herden sammelt und dann ganze Zugstrecken lahmlegt. Es ist sehr merkwürdig. Nabend und Speicher nicht vergessen, das ist ein sehr vitaler Hinweis. Ja, Grüße und Dankeschön. Voldi kriegt einfach so Sternschauer, wunderbar, dann speichern wir und dann geht es raus. In die große, weite Welt. Mhm, dies ist der Weg. Dann wollten wir jetzt gucken, ob ich es einfach so umbenennen kann. Heilen, Item, abbrechen. Nee, geht nicht einfach so. Verdammt. Bericht? Nee, Leute. Evoli wird nur in unseren Gedanken so drauf sein. Ein Quiekel! Ah, oh, Quiekel ist toll. Meine Kinder geben Trainern, die ein Let's Go-Abenteuer bestritten haben, ein Geschenk. Aber was ist ein Let's Go-Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Nee, aber das Pokémon nehme ich trotzdem. Kurz neben ihn setzen. In dem Pokécenter geht das, glaubt ihr? Ah! Yo! Bei dem linken Dude, ne? Ist schon wieder eins lang gerollt. Jetzt habe ich es auch gesehen. Nice, müssen wir beim nächsten auf jeden Fall machen. Ich würde gerade super gern Pokémon spielen, kann aber nicht, weil meine Freundin mir mein Stromkabel geklaut hat. Muss erst ein neues besorgen, verdammt. Ihr könnt jederzeit nach Brassbury zurück, wenn ihr wollt, aber die Strecke nach Engine City bleibt wohl bis auf weiteres gesperrt. Wir können die armen Pokémon schließlich nicht einfach so gegen ihren Willen verscheuchen. Ja, wie wär's mit doch? The fuck? Je weiter du in die Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du dort begegnest. Wenn du im Kampf Schwierigkeiten hast, dann benutze einfach eine Poképuppe. Yo, sie hat direkt 5 dabei. Egal wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Arena-Challenge immer weiter Fortschritte machst und Orden sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Nice. Willkommen im Pokémon-Supermarkt. Nö, kaufen will ich eigentlich nicht. Tschüss, ich gehe jetzt auch raus. Geil. So, ich gehe mir noch ordentlich einen in die Rüstung römern. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz viel Spaß, Gesius. Vielen Dank. Wünsche ich auch. Dankeschön für 5 wunderbare Abos. Pünktlich hier
zum Aufbruch in die Naturzone. Dankeschön, Dankeschön. Da steht noch eine nette Tante mit Latzhose. Aber meine Mutti ist das nicht, glaube ich. Und Loot gibt's ja auch keinen. Naja. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ach, die heilt einfach. Nö, musste auch nicht, oder? Sollte eigentlich hinhauen und da ist Hop again. Schau mal. Oh, die weite, weite Welt. Schön. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Auf dem Weg nach Vertania City, die eigentlich Engine City heißt. Yeah. Ist noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen? Hey, da ist ja Zania. Nachher erstmal schön die alte CD mit den Pokémon-Hits rauskramen. Habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Die, die immer im Auto liefen. Poké-Rap und nach Vertania City und was da nicht alles gab. Sind original die einzigen beiden, an die ich mich erinnere, aber ich hatte eine ganze CD voll damit. Holy hell, Mann. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Wow, ganz schön streng. Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. Meine Mütze sieht wirklich besonders beknackt aus dieser Perspektive, oder? Das ist ja fürchterlich, Mann. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. So, ich grase jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hop beginnt. Tschüss, Hop. Ich hoffe, Hop weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon Dynamaximieren, vergiss das nicht. Einfach ein Müllbeutel umgedreht, ne? Wie ein blinder Fisch, der mich futtert. Oh ja, könnte auch sein, Nom. In der Naturzone findest du hier unter Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Eine Pokémon-Box. Ermöglicht jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen im Pokémon Center, um Pokémon abzulegen oder ins Team aufzunehmen. Sehr geil. Du kannst die Pokémon-Box dazu verwenden, auf deine PC-Box zuzugreifen. Nice, das kenne ich. Das ist eine Pokémon-Box. Und damit kannst du Pokémon lagern und sie bei Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle deinen Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Poké-Rap, dann gib uns eine Einlage. Lieber nicht, aber mein Lieblings-Funfact dazu ist, dass der Jetzt-Sänger von Eisbrecher damals den Poké-Rap eingesungen hat. Weil da war die Band noch nicht so stabil. Und da haben sie alle Aufträge angenommen, die irgendwie reinkamen. Und einer davon war der Poké-Rap. Onix! Geil! Aber ich könnte mir vorstellen, dass Onix ein bisschen zu krass für mich ist, oder? Eine Notiz. Die großen Pokémon, die in der Naturzone herumstreuen, sind äußerst stark. Wenn du im Kampf feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand und versuche zu fliehen. Ja, aber Onix ist keins dieser Pokémon, oder? Du bist nett, mein Schöner. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe in Arceus immer noch kein Shiny Onix, so mad. Ewig gehuntet, keinen Bock drauf gehabt, in mein Team zu kommen. Oh, Level 26. Tschüss, Onix. Ausreiten. Oh, Mann. Zügig weg hier. Was ist das eigentlich für ein Kleiderschrank als Rucksack? Ja, da muss einiges reinpassen, ne? Da kommen wir gar nicht drum herum. Dann schauen wir mal, ob wir was Kleineres finden. Onix scheint zu krass zu sein. Ich höre weirde Sounds, aber das war bestimmt dieses Eis dort, oder? Oh, ein schönes Eis. Das ist locker ein Ben & Jerry's. Ja, Mann. Gelatini. Eine Eiswaffel. Let's go. Ich glaube, dem verpasse ich einfach eine. Oder einen Sternschauer? Mal gucken. Wenn es das überlebt, werde ich es fangen. Ansonsten ist es unwürdig.
Oh wow, Stank ist einfach wie ein junger Gott. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann kriege ich zwar ein bisschen Hagel in die Schnauze. Oh nein, und es heilt sich. Ah, no. Aber ich believe mal in den Pokéball. Bisher hat er mich ja nicht enttäuscht. Vielleicht sind die ja auch noch ganz nett drauf hier. Mal sehen. Gelatini. Ich habe auch einen Platz im Eisfach. Ja, es war gelogen. Das ist immer voll. Aber in dem Pokéball ist bestimmt auch schön kühl. Er ist nicht weiter wild. Ehre, das erste Naturzonen-Pokémon. Yay! Es entstand angeblich aus einem Eiszapfen und speit minus 50 Grad kalte Luft aus, um die Umgebung auf seine Wohlfühltemperatur abzukühlen. Boah, das würde ich ja auch gerne können. Aber nein, ich muss schwitzen und die Klima anmachen. Sad. Sind hier sonst noch irgendwelche Pokémon oder sind hier nur Eiswaffeln? Junge, hier sind nur Eiswaffeln. Ja, weil es auch gerade schneit, ne? Ist ja immer ein bisschen abhängig vom Wetter, bilde ich mir ein. Jetzt redest du so viel von Eis. Verdammt, ich bekomme Appetit drauf. Ja, wir hatten letztens zum Glück auch noch schön was da. Darum bin ich ganz, ganz happy. Aber kann den Zorn auf jeden Fall verstehen, ne? Der damit einhergeht. Weil meistens, wenn man Appetit auf Eis hat, dann hat man keins da. Das ist erstmal eine schlimme Situation. In der Naturzone kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. Drückst du den rechten Stick, kannst du dein Blickfeld erweitern. Drückst du die Älteste, schaust du geradeaus. Ja, siehst du, genau so ist es, aber morgen nach der Arbeit will ich es kaufen. So, Ziele müssen gesetzt werden. Das ist dieses Häschen. Das will ich. Häschen, komm zu mir. Nice one. Kennst du noch Mystic Knights, die Serie? Ja. Der Song von der Serie kam von der Kelly Family. Siehste, habe ich tatsächlich nie aktiv geschaut. Aber der Soundtrack, das Intro ist natürlich absolute Legende, ne? Oh, der hat gesessen. Das ist auch nice. Ich weiß gar nicht, ob es das in Pokémon Schild gibt. Aber Felino, das kleine Süße, erinnert mich immer an einen E-Net-Router. Achso, wegen diesem Auswuchs an der Seite, oder... Es hat sogar auf der Brust einen Abdruck, der dir sagt, wie viel Empfang es hat. Ach, schön. Deswegen heißen sie bei mir immer WLAN oder Router. Toll, kriegt ja auch eine neue Form, ne, mit den kommenden Editionen. Werde ich definitiv auch versuchen, in mein Team zu nehmen. Weil so Pokémon wie Fleckmon, Lamus und Lashoking, Loturzel und Felino, das sind einfach wirklich sehr wichtige Pokémon. Ich wollte erst sagen, sehr toll da, aber nein, die sind wichtig. Die müssen da sein. Mit denen habe ich mich über die Jahre auch immer verbundener gefühlt. Bin natürlich auch Fan von Simsala, Nidoking, Lurak, ja, also, ich sag mal, stabile Viecher. Aber die eben genannten, die sind so der passende Ausgleich dazu, ja. Die fühle ich auch. Oder ein Enton. Enton habe ich früher nie wertgeschätzt, ja. War immer das Lieblings-Pokémon von meinem Vater. Und konnte ich nie verstehen, aber umso älter ich werde, umso mehr fühle ich Enton. Baugräber-Pokémon. Es ist permanent in Alarmbereitschaft. Sobald es die Flügel eines Kramors rascheln hört, gräbt es ein Loch und verschwindet im Boden. Ja, es hat ja auch Hände an seinen Ohren, ne? Da kann man mal ein bisschen graben. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Da hinten ist noch ein Licht. Oh, was bist du? Roselia? Und noch mehr Eis. Okay, Roselia würde ich aber mitnehmen. Warum denn nicht? Warum hast du auch immer Kopfschmerzen? Nee, aber ich habe sehr viele Situationen mittlerweile in meinem Leben, wo ich einfach den Kopf zur Seite legen und Enton sagen möchte. So, Roselia, was machen wir beide? Sternschauer, oder? Ist ja Level 15, wenn ich jetzt Pech habe. Oh, oh, Memeon. Oh, oh. Oh, macht keinen Schaden. Sehr gut. Und... meine Fähigkeit hat das verhindert. Ja, cool. Roselia, das war natürlich schwach jetzt. Und Hagelschaden kriegt sie auch. Ehre. Ja, Turtok ist auch fett, ne? Definitiv. Sind alle Gens eigentlich in den Games jeweils drin? Nee, ich glaube nicht. Also, es gibt immer mal wieder... Megasauger. Boah. Ach, du Scheiße. Oh, Rip Memeon. Wenn das Megasauger kann, kann ich es never stark genug schwächen. Dann muss ich jetzt einfach believen in den nächsten Pokéball. Evoli, du tankst das. Du tankst das.
Es gibt immer mal wieder Vermischungen und auch bei den neuen Editionen wurde schon das ein oder andere in den Trailern gespottet. Aber dass du jetzt komplett auf alles zugreifen kannst und so, das ist, glaube ich, sehr selten bis gar nicht der Fall. Ne? Immer so ein bisschen. So ein bisschen nehmen sie was mit. Ah, Nemeons Opfer war nicht vergebens, Leute. Das freut mich sehr. Roselia habe ich nie beachtet, weil ich es für schwach hielt. Ja, same. Und dann hatte ich aber mal in einem Run die Entwicklung geholt. Und die hat mies geballert. Dann habe ich in Leuchtende Perle ein Roserade gehabt und das hat mich einfach durch zwei Drittel der Top 4 da gecarried. Krass unterschätzt das Pokémon. Same hier, muss ich sagen. Absolut same hier. Clownwetzer nehmen wir mal raus. Jawollo. Und Memeon ist dead. Das muss ich erstmal wiederbeleben, Mann. Käferbiss gelernt, sehr gut. Junge, was geht ab hier? Alter, das war die komplette Level-Up-Apokalypse. Guten Schlag nehmen wir noch weg. Nice. Und dann sind wir durch. Sehr gut. Na, geht doch voran hier. Roselia. Seine Hände scheiden beim Angriff jeweils ein anderes Gift aus. Je stärker Roselia duftet, desto gesünder ist es. Darum riecht meins immer nach Maggi, Leute. Maggi Roselia. Okay, dann renne ich jetzt aber erstmal schnell zurück. Oh, nee, das war Pfeifen. Hoppala. Erstmal Runde pfeifen, Leute. Memeon ist tot, es muss stets gepfiffen werden. Dann machen wir das wieder voll, sonst bekommt das ja auch gar keine EP. Und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um, weil ich könnte mir vorstellen, dass es hier trotz Schnee noch so ein, zwei nette Tierchen gibt, die wir uns mal snacken können, bevor wir dann Richtung Engine City weiterlaufen. Lululu, Lulu, hallo Frau Latzhose, ich hab da so ein Problem. Mein Pokémon ist tot, aber ist kein Problem, denn mit der Macht der Latzhosen konnte ich es wiederbeleben. Oh, hat es aufgehört zu schneien? Ach nein, es schneit nur hier in diesem Bereich. Verstehe. Dann laufen wir doch jetzt einfach mal rechts rum. Ich höre Eis, ich höre Eis. Da ist wieder so ein Häschen. Ich habe Angst, dass irgendwas sehr Brutales gleich genau vor mir spawnt. Ein Glück bei Onyx versuchen, Junge. Ist Memeon gleich wieder dead. Aber ja, eigentlich, wenn ich nochmal einen sehe, muss man einen Pokéball drauf fliegen, ne? Vielleicht hat das ja Böcke drauf. Oh, guck mal hier, Eisapokalypse. Sehr schön. Warum ich Roselia nicht mitnehme? Weil ich lieber Loturzel haben möchte als Pflanzenattackierer. Loturzel oder Kapaloris wird es, glaube ich, dann, ne? Da habe ich Böcke drauf. Ist bestimmt nicht so stark im Angriff, aber es ist Kapaloris, das zählt. Ich bin ziemlich stark und steinreich noch dazu. Wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Was? Nein. Oh, schade. Was ist dieser Flex? What? Die hat bestimmt auch drei Onyx dabei und hätte mich... Ihr Keifel! Hätte mich übel kaputt gemacht. Ey, da hatte ich bei Arceus so einen geilen Shiny-Moment, wo ich in dieser Schneeregion war und hab dann einmal einen Shiny-Quiekel und dann auf dem Rückflug noch einen Shiny-Keifel gefangen. Und dann hatte ich die komplette Reihe mit Shiny-Quiekel, Keifel... Und Mammute oder wie es heißt. Aber das ist bestimmt zu stark für mich, oder? Und die habe ich dann auch genannt Müffel, Faulig und Schimmel. Weil die in der Shiny-Version so ein bisschen schimmelig aussehen, ne? So grün und so. Boah, Level 33, Bruder, ne? Das ist ja schlimmer als Onyx. Da muss ich los. Keine Schweinenase für mich. Engine City hat andere Kostümoptionen. Da gibt es hoffentlich eine Mütze, die nicht wie eine Kreuzung aus Kürbis und Erdnuss aussieht. Das ist sehr wünschenswert. Oh, das ist die Entwicklung von dem Häschen. Der kann mit seinen Ohren noch besser graben. Ehrenmann. Und doch, ich soll die bekämpfen? Ich soll die bekämpfen, dann trauen wir uns. Dann gucken wir nochmal hin. Aber Onyx ist anscheinend ausgestorben in diesem Moment. Schade. Naja, dann bleibt nur die Latzhosen-Lady. Steinreich. Also gut, lass uns loslegen. Auf in den Kampf. Sie hat jetzt einfach Mewtwo Level 100. Here we go. Vanessa, die Pokémon-Züchterin. Aha, Chimpep. Ach, sie hat das Äffchen. Ah, und ich habe noch keine Eisattacke. Level 13. Boah, ich fürchte, das rasiert mich mies. Aber wir gucken mal. Vielleicht hau ich es ja mit dem Sternschauer einfach weg. Let's go, Memeon. Ja, solider Hit. Euler ist okay, ich müsste eh noch zweimal, wenn es kein Volltreffer wird. Denke, das läuft.
Ich hatte diese Woche die Pokémon-Begegnung der dritten Art, hab bei einem Lieferanten angerufen und da hat sich tatsächlich eine Dame mit dem Namen Rosanna gemeldet. Danach konnte ich vor Lachen nicht mehr und musste das Telefonat unterbrechen. Oh nein! Oh nein, der Hagel. Bitte nicht. Bitte mach nur 3 Schaden. Oh, es macht sogar nur 2 Schaden. Wie ehrenwert, aber dann switche ich jetzt, sonst reißt mich der Hagel ja wirklich in den Tod auf den letzten Meter. Dann gehen wir einfach auf Evoli. Ja, why not? Let's go. Hab dann 30 Minuten später nochmal angerufen und mich entschuldigt für die Unterbrechung. Ja, sowas ist halt böse, ne? Rechnest mit nix und dann kommt auf einmal der Pokémon-Telefondienst. Yo, wie stark ist denn sein Zweig? Sag mal, ist der mit Metall verstärkt oder was? Das ist ja komplett krank. Ruckzucki. Bam. Nice. Das war's mit Chimpep. Here we go. Ich bin ja seit Silber raus, aber die aktuellen Namen, da muss man ja Angst haben, keinen Dämon zu beschwören. Ja, manchmal ist wirklich krass, ne? Oh, Megasauger. Joho. Here we go. Statt Heuler. So. Sehr, sehr schön. Du brauchst noch 5 weitere Evolis in deinem Team. Damit sie alle von Hagel getroffen werden können. Oh, Hoplo hat sie auch. Memeon ist halt fast dead, ne? Aquaknarre hätte Luturze auch, ist aber auch zum Teil Pflanze. Ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir einfach auf Luturze und gucken mal, was die Aquaknarre sagt. Vielleicht eine Idee. Heilen können wir ja dann immer noch. So, ist einfach ein Kupferrohr, ja. Stacheldraht, Baseballschläger. Wie bei Negan in Walking Dead einfach. So, Aquaknarre, los geht's, Luturze. Ehre, er benutzt keinen Feuermove. Jetzt, bam. Boah, solider Hit, Luturze, wir machen das, wir beide. Wir machen das, obwohl Hoplo auch so ordentlich Schaden gedrückt hat, aber der reißt sich jetzt einfach zusammen. Und na, kann Luturze das nach Hause bringen? Sehr gut, dachte, macht vielleicht ein bisschen mehr wegen dem Pflanzentyp, aber nein, Wasser gleicht das hervorragend aus. Und... ja, so wie wir es einmal haben wollten. Jetzt hatte ich kurz Schiss, aber Luturze hat ausreichend Leben. Das ist wunderbar. Dann kommt jetzt noch Memeon. Das heißt, wir gehen auf Voldi. Wobei Luturze mit dem Megasauger. Wait a second. Luturzes Moment, Leute. Seine Zeit zu scheinen. Megasauger. Los geht's. Oh nein, der Klaps. Oh, Luturze, du musst jetzt richtig hitten. Da habe ich mir ein bisschen mehr Schaden erhofft, wenn ich ehrlich bin. Oh, das hat auch nicht allzu viel geheilt, leider. Nee, ich glaube, da gehen wir nochmal auf unseren Hundi. Weil ich habe Angst, dass Luturze sonst umkippt. Der kann die EP sehr gut gebrauchen. Er ist einfach Top-Tank, der Memeon, ne? Was ist da denn los? Zack. So, guck mal, wir haben so eine schöne Harry-Potter-Narbe auf dem Hintern tanzen. Das sieht gut aus, nochmal Hagelschaden und vielleicht reicht jetzt ja sogar der Wangenrubbler, um ihn aus dem Leben zu rubbeln. Los geht's. Oh, er fängt an. Aber Hagel überlebe ich auch. Na dann, komm. Bam. Oh shit, das macht ja gar keinen Schaden, Mann. Aber Paralyse, das ist big. Das ist big. Dann müsste ich jetzt sogar eher dran sein. Und vielleicht können wir es dann jetzt doch beenden. Los geht's. Ja. Er hätte es zwar als erstes versucht, aber Paralyse hat gehittet. Und läuft. Ja, Mann. Sehr nice. Kennst du noch Jade-Cocoon auf der PS1? Nee, sagt mir nichts tatsächlich. Meine Erinnerungen hängen irgendwie immer mit Pokémon-Ähnlichkeit zusammen, aber seit 20 Jahren das Game nicht mehr gesehen. Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Aber das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass du es dir eingebildet hast. Nee, keine Ahnung. Gegen mich zu gewinnen ist kein Pappenstiel. Du bist echt der Meister der Naturzone. So sieht's nämlich aus. Gucke, die versteht mich. Du bist ziemlich stark. Pass auf, als Belohnung für deinen Sieg verrate ich dir was. In der Naturzone gibt es viele Items zu finden. Wenn du sie fleißig aufsammelst und verkaufst, wirst du irgendwann steinreich, genau wie ich. Wart's nur ab, bald bin ich noch stärker, also komm ruhig mal wieder auf einen Kampf vorbei.
Okay, danke Tante. Ich wollte eigentlich nur ein Onyx, aber nicht mal das kriege ich hier. Komplette Frechheit einfach. Böse Menschen würden sie schubsen, ne? Bisschen Sparta-Kick, dies, das. Aber sie hat ja guten Smetpo. Gut Cash da gelassen. Und was ist das dort? Ist das ein Rabauz? Ob ich das mit reinnehme? Das konnte sich ja entweder zu Capoeira, Nokshan oder Kikli entwickeln, ne? Level 9. Gehe ich mal auf Micro. Boah, hatte ich auch nie im Team. Kikli finde ich eigentlich ganz geil. Capoeira finde ich geht so und Nokshan finde ich irgendwie Panne. Aber vielleicht nehme ich das mal rein. Warum denn nicht? Bisschen kämpferisch hier. Und ich überlege nur, was ich jetzt mache. Ich glaube lieber Sternschauer, ne? Der Rest könnte es kaputt ballern. Je nach Stats entwickelt es sich, ne? Ah, genau. Genau. Ich bin dafür, dass Craft in zukünftigen Spielen von Pokémon der Ansager ist. Das wäre so viel epischer, also Pokémon Stadium-like. Sie starren sich an. Ja, direkt vom Olymp. Donner. Beide Pokémon sind in guter Verfassung und bereit für mehr. Das sitzt auf jeden Fall noch. Oh, das war aber schon ein mutiger Hit. Der muss jetzt im Ball bleiben, sonst stirbt er am Hagel. Warum überhaupt Hagel? Ich denke, es schneit. Schnee ist auch tödlich, Junge. Sehr große Flocken. Mal sehen. Ja, Flug ist sehr effektiv gegen Kampf. Genau deswegen hatte ich Angst, es aus dem Leben zu brettern. Na, darum schön sachte hier für die Sicherheit. Jetzt habe ich wieder so eine Memmion-Volltreffer-Aktion. Und dann bin ich IRL-Memmion. Aber es hat funktioniert. Cool. Rabauz. Da ist er. Es ist zwar nicht groß, geht aber entschlossen zum Angriff über, sobald es einem angemessenen Gegner gegenübersteht. Vorsicht ist also geboten. Also war ich ein angemessener Gegner. Du kommst mal in mein Team. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wer fliegt denn dafür raus? Ich würde sagen Mabula. Tschüss, Mabula. Mach es gut. Danke, dass du da warst. Sonst noch irgendwer hier? Häschen ist noch da. Smetbo. Aber Smetbo ist ja auch eigentlich eine Endentwicklung, ne? Das heißt, er ist Baumbald. Nee, der wird auch zu hochlevelig sein. Kann ich noch nicht fangen. Was wuselt hier noch um? Ein Safcon. Das könnte gehen. Safcon. Hallo. Sehr nice. Bei Rabauz kannst du sehen, in was er sich entwickelt. Angriffswert größer Verteidigung ist Kikli. Verteidigung über Angriff ist Nokshan. Und beides gleich ist Capoeira. Siehst du, Chion? Eine Sekunde danach auch geschrieben. Null. Ja, ich danke euch. Ich würde aber, wenn wir es jetzt nicht hier random sehen, nee, sehen wir nicht, gar nicht gucken wollen. Ich würde mich da einfach voll überraschen lassen. Und hoffe einfach, dass es Kikli wird. Keine Ahnung, ob einige Pokémon-Experten das jetzt schon sehen konnten anhand des Lebens oder so. Aber ich würde gar nicht gucken wollen. Ich würde mich da jetzt überraschen lassen. Und wenn es kein Kikli wird, dann schmeiße ich einfach die Switch aus dem Fenster. So, Safcon. Wir beide jetzt. Du hast ja ein bisschen Defense, du bist Level 10. Du hältst bestimmt so einen Piekser aus, oder? Lass mal gucken, ich piekse dich mal. Böp. Ja, ach guck mal, Big Defense, Junge. Habt ihr mal 3 Videos auf Twitter verlinkt von Jadekokun? Und ha, ich hatte recht, gerade bei YouTube nochmal geschaut. Für damals war das vor oder gleichzeitig mit Pokémon Release ab 90. Aber eben mit Dingen wie Paaren etc. Oh, okay. Kenne ich von Dragon Quest. Das habe ich wiederum sehr gern gespielt auf dem Game Boy und später auf Konsole. Jetzt auch auf PC mittlerweile. Aber klar, da gab es immer mal ähnliche Games, ne? Definitiv. Nokshan hat den Vorteil, dass es Feuerschlag, Eishieb etc. lernen kann. Kikli hat halt nur Kampfattacken. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist in der Tat ein Vorteil. Aber Kikli hat halt nice Füße. Und das gibt mir Klicks auf Insta. Für Safcon wurde ein Eintrag angelegt. In seiner harten Schale ist ein weicher Körper. Einem brutalen Angriff hat es nichts entgegenzusetzen. Ja, ein brutaler Angriff wie der Piekser. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, dann flitzen wir nochmal heilen. Und dann hat sich das doch schon mal gelohnt hier mit dem Ausflug in die Naturzone. Ehre. Hast du mal ein LPST geschaut, nachdem du Arceus durch hast? Du kannst wieder auch Arceus fangen, weil du in deinem Zimmer die Azurflöte findest. Oh, damn. Nee, habe ich tatsächlich nicht geschaut. Aber könnte man mal wieder machen.
Ich hätte hier was Seltenes, was ich gefunden habe. Für 100 Watt. Achso, das war auch so Bums, den ich über diese Nester bekomme, ne? Da kriege ich Watt oder Watt. Und das kann ich dann eintauschen. Nice one. Und wir gehen nochmal heilen. Ja, und dann müssen wir darüber flitzen, ne? Dann müssen wir so nach Engine City. Das ist eine Pokémon-Box. Ja, das weiß ich. Alter, halbe Stunde her und sie erzählt mir das nochmal. Geil. Na gut. Dann gib mir mal ein volles Team. Dann speichere ich nochmal und dann flitzen wir dann auch rüber. Was sagt denn die Uhr? Ja, wenn ich jetzt nicht noch 300 Pokémon fange, dann flitzen wir da noch rüber. Mal gucken. Gibt es in dem Teil auch wieder ein Crafting-System? Nee, es gibt ein Curry-System. Du kannst verschiedene Currys kochen und deine Pokémon beim Campen erfreuen. Aber so Bastelei wie bei Arceus ist hier, glaube ich, kein größeres Thema. Da ist wieder ein Safcon. Okay, Häschen. Das Einzige, was ich erkenne, sind diese Sounds von dem Eis, Junge, weil es halt klingt wie Eiswürfel, ne? Schön, wenn man das Glas so schwenkt. Das war irgendein anderer Schrei. Ach, da oben. Oh, wie heißt es? Dusselgur. Ja, komm zu mir. Dusselgur. Nice, look at him. Geil. Das beste Curry besteht sowieso aus 100% Dosenbohnen. Genau so ist es nämlich. Dusselgur, wir machen keine halben Sachen. Komm, komm in den Pokéball. So. Ja. Alter. Oh, bester Mitarbeiter. Richtig, richtig schön. Und läuft mit den EP. Sauber. Wie sieht's aus? Dusselgur hat einen Eintrag bekommen. Sie sind vergesslich und nicht besonders clever, aber da sie sehr zutraulich und fleißig sind, haben viele Trainer sie ins Herz geschlossen. Oh. Kann mir das jemand mit den Dosenbohnen erklären? Ja, ich wollte, als wir damals das DLC gespielt haben, einen coolen Gag machen und da haben wir so einen Händler gefunden und der hatte irgendwie nur Crap im Angebot, unter anderem Dosenbohnen, die man mit bei diesem Curry reinwerfen kann. Und dann meinte ich so, oh, Schneebedeck. Nee, das meinte ich nicht, aber ich meinte so als Gag, haha, guck mal, ich kaufe da jetzt 999 von. Und hab das so eingestellt und wir haben alle Tränen gelacht, Omega Lull. Ja, und dann habe ich wieder vergessen, was welche Taste ist. Und hab dann bestätigen gedrückt und hatte dann 999 Dosenbohnen im Inventar. Und ich wünschte, das wäre geplant gewesen als Gag, aber es war wirklich mies gefettfingert. Und deswegen erinnert sich da jeder dran. Jeder, der dabei war, erinnert sich bis heute dran. Und Schneebedeck anscheinend auch, weil er möchte auch gern Dosenbohnen, bevor ich ihn fangen darf. Frechheit. Wer kennt's nicht? Man geht durch die Stadt und wird angesprochen und einer quatscht einen voll und 10 Minuten geht man da wieder vorbei und der gleiche Typ will einem wieder das gleiche erzählen. Ja, da ist sehr vergesslich leider, ne? Sehr vergesslich. Ja, Ende vom Lied ist, auf meinem Main-Account in Schwert habe ich jetzt immer noch 900 Dosenbohnen im Inventar. Schneebedeck. Ich überlege gerade, was mache ich mit dir? Ich glaube, ich wechsle auf Micro. Weil du bist doch Pflanze auch, oder? Vielleicht kommt ja der Piekser wieder ganz geil. Zumindest geiler als Aquavelle, würde ich sagen. Gucken wir mal. Sehr gut, sehr gut. Und mit ein bisschen Glück. Ich überlege gerade. Also mit ein bisschen Glück fangen wir es jetzt ohne Probleme. Aber Schneebedeck entwickelt sich ja zu Rex Blizzard. Rex Blizzard finde ich auch richtig geil. Aber ich fürchte, ich habe gerade keinen Platz im Team. Da wird sich bestimmt eh noch ein bisschen was ändern. Davon abgesehen. Wow! What? Nein, Maiko! Oh, es hat so einen guten Job gemacht. Scheiße, ich weiß nicht. Wir nehmen mal Voldi mit Sternschauer einfach. Voldi, du machst das. Au, das hat wehgetan, Mann. Das hat wirklich wehgetan. Na gut, Sternschauer, let's go. Bam. Wird es mal einen Lore-Talk über Pokémon geben? Auf keinen Fall. Ich habe gar keinen Witz von der Pokémon-Lore. Mein Wissen basiert auf aktivem Spielen, seit es Pokémon Gelb gibt, aber lore-technisch... Ah-ah. da müsste ich die Videos selber gucken. Das hat keinen Schaden gemacht. Wie sieht's mit Biss aus? Eissplitter war eben sehr, sehr böse. Voldi tankt das aber wie ein Gott. Das ist Ehre. Bam. Ah, kacke. Das ist wirklich nicht viel Schaden.
Pokéball. We believe, come on. Mal sehen. Oh Gott, Wangenrubbler hat 100% Paralysechance. Oh, echt? Dann hätte ich den lieber reinzimmern sollen, Voldy. Come on, dein letzter Angriff. Rubbel ihn in die Paralyse. No, too late. Too late to apologize. Verdammt. Robbie Williams jetzt angespannt. Alter, das Schneebedeck mich so wegbumst, hätte ich aber nicht gedacht. Was nehme ich noch? Lotorze, Erstauner. Es sind halt alles noch keine geilen Attacken. Ne, Evoli mit Sternschauer. Let's go. Jetzt will ich dieses Schneebedeck haben. Ist ja unglaublich, wie sich das wehrt. Ich will es jetzt aber auch nicht mehr im Team haben. Dafür ist es zu räudig. Ja, Evoli, geil. Evoli, ich sag's, wie es ist, so brauche ich dich. So brauche ich dich. Jetzt machst du das nochmal, nur darfst du jetzt keinen Volltreffer landen, okay? Nochmal schöne Schelle abholen. Ja, perfekt. Schneebedeck ist jetzt auch verwirrt. Spammt nur Weißnebel. Wunderbar. Und dann... Alter, was? Was bist du für ein verdammtes Legenden-Pokémon? Der wackelt ja nicht mal. Schneebedeck. Also, du kannst auch das Eis-Pokémon fressen, wenn du jetzt mitkommst. Okay, dann fange ich noch eins. Ist das ein Deal, Bruder? Ja? Ja. Na! What? Ey, Mann. Ich will es jetzt unbedingt haben. Das ist schlimmer, als ein Legendary zu fangen. Der Schaden, den es gibt. Was soll denn das? Vor allem Level 15. Das ist jetzt irgendwas zwischen Onix und Roselia oder was? Oh mein Gott, Bro, das wird mich hier übel richten. Ich kann gleich nochmal heilen gehen. Ach komm! Oh nein, Evoli ist so sad, weil es tot ist. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Na, Memeon, komm, was soll's, ne? Was? Oh mein Gott! Das ist einfach der Endgegner. Ist einfach Torgas Stufe 7000. Letzter Pokéball. Believe. Come on. Alter, du Fickfrosch. Ey, hatte ich noch nie. Das war mein letzter Pokéball und mein letztes Pokémon. Wollt ihr mich verarschen? Ist das scripted oder was? Was? Ey. In all den Jahren, in denen ich Pokémon spiele, hatte ich sowas noch nie in den ersten Spielstunden. What? Ja gut, man lernt immer mal was Neues, ne? Heftig. Also kann ich mir jetzt echt nur erklären, dass einige hier so ein bisschen capped sind. Was zum Fick, Bro? Ballphobie. Das war ja ultra schlimm. Es hat mir all meine Bälle und meine Kohle geklaut. Ist ja mega geisteskrank. Aber ich nehme jetzt erstmal hier den Ball von Voldy, genau. Wo ist es denn? Da unten. Item, den nehme ich mir jetzt. Gut, dass wir so viel Kohle haben, sonst wäre das auch noch ein Problem. Aber so ist es jetzt zum Glück kein Ding. Aber das wird mich ja verfolgen heute. In den Beutel. Sehr gut. Alter, lieber das Spiel laden. Ich weiß leider nicht, wann ich zuletzt gespeichert habe. Ich fürchte nicht vor dem Schneebedeck, weil ich halt dachte, ist nur ein Schneebedeck, ne? Vor Keifel und so habe ich immer gespeichert, aber bei dem dachte ich halt, ja lol, was soll passieren? Ja, Leute, was soll passieren bei diesem Schneebedeck? Oh shit, aber wisst ihr, was wir machen, wenn wir es nochmal sehen? Dann speichere ich und probiere es nochmal. Und dann ist es bestimmt im ersten Ball mit Full Life von Voldy drin. Da ist der Verbrecher. Da ist der Verbrecher. So, jetzt einfach nur speichern für die Sicherheit. So. Und jetzt will ich diesen einen Ball noch werfen. Diesen einen Ball. Schneebedeck. Hi. Ich bin's. Erinnerst du dich? Ich fürchte ja. Es ist sonnig, aber es hagelt direkt wieder. Und ich habe genau einen, mein Guter. Pass auf. Toi, toi, toi. I'm so excited, Schneebedeck. Wehe. Du. Tschüss. Ey, was?
Was? Junge, das ist einfach der Giga-Troll. Oh mein Gott, ja. Ja, Schneebedeck. Alles klar, was waren die Chancen? Was waren die Chancen? Ey, das zähle ich auch mit zu, das habe ich in all den Jahren Pokémon so noch nicht erlebt. Ach du Scheiße. Frostbaum-Pokémon. Die an Speiseeis erinnernden Beeren, die an seinem Bauch wachsen, sind bei den Flampion Galars ein sehr beliebter Snack. Ich bin durch für heute. Dafür gehört es eigentlich ins Team, ja, aber... eigentlich möchte ich es auch nie wiedersehen. Es ist ganz zwiespältig alles. Ja, jetzt haben wir hier noch so mehr Schneebedeck und Schnäppke und diese Ponys. Und wir haben hier diese kleinen Leberwurstbeeren, wo die Beine so aussehen, als würden sie aus Leberwurst bestehen. Und ich habe keine Bälle mehr. Ich hatte nur diesen einen. Ja, schreibt mich nicht an. Ich hätte euch gern alle mitgenommen. Xatu dich auch, aber ich darf nicht, okay? Ich darf nicht. Ah, oh, Babypandas, ihr habt nichts mehr. Das ihm streichelt so, wenn das Futter aus ist und die Ziegen kommen trotzdem von allen Seiten. Und sie wissen, da ist noch irgendwo was. Irgendein Kaugummi in der Tasche oder so. Ich finde eine Notiz. Fang ein Schneebedeck. Die Naturzone quillt geradezu über von Energie, die man als Watt, W, bezeichnet. An diese Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon-Nester sowie über leuchtende wilde Pokémon. In der Naturzone triffst du zudem auf Trainer, die dir allerlei Items im Tausch gegen Watt überlassen. Das wäre toll. Das Watt. Bisschen Wanderung im Meer. Wattwürmer suchen. Das Ostmeer und das Nordmeer. Naja, wir sind in Engine City, Leute. Ich freue mich voll, war ein toller Weg. Tolles erstes Erlebnis in der Naturzone, also besser geht's nicht. Puh, irgendwer hat mir all meine Pokebälle geklaut. Wenn ich den erwische. Scheiße, Mann. Da sind wir, Engine City. Und wir sehen auch direkt, warum das so heißt. Weil da ein Onix steht. Ja, die haben natürlich ein Onix, ne? Das Schneebedeck ist ein Söldner, hat dich besiegt, das Geld genommen und jetzt arbeitet es für dich, das stimmt. Ich muss den erstmal noch so am Bein nehmen und schütteln, dass mein Geld wieder rausfällt, ne? Ey, Frechheit. Frechheit. Aber wir sind erstmal angekommen. Sehr, sehr gut. Oh, was bist du? Ein Picochilla, das ist ja niedlich. Das ist mein süßes kleines Picochilla. Das hätte ich ja nicht gedacht. Picochilla haben einen wahren Putzfimmel. Und nutzen ihren Schweif als Staubwedel. Sehr gut. Mache ich auch so. Unfassbar, wie riesig die Stadt ist. Ich muss immer wieder meine Karte zücken, um mich nicht zu verlaufen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Champion Galar quasi Heldenstatus genießt. Die Leute hängen förmlich an seinen Lippen und verfolgen alles, was er tut. Wow. Kauf dir direkt Pokebälle. Ja, ist so. Oh. Erstmal kriegen wir eine Stadtführung oder so. Hey, hallo. Na? Alter, das Kamehaps da drüben. Was war denn das für eine Werbung? Geil. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Pokebälle wären cool. Los. Ja, da rechts stehen die Dudes. Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach ein bisschen an deiner Ligakarte rum. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Eine Ligakarte von Delion? Du bist gar nicht Delion. Lügengame. Der hat hier nur getrollt. Ligakarten der Pokémon-Liga. Du kannst das Design deiner Ligakarte mit Hilfe der Kartomaten, die du in den Pokémon-Centern von Galar findest, individuell gestalten. Wenn du deine Ligakarte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert.
Jeder Trainer besitzt seine eigene Liga-Karte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über den X-Knopf das Spielmenü aufrufst, kannst du die Liga-Karten ansehen, die du bereits erhalten hast. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen. Ach ja, die Eröffnungszeremonie. Das weckt Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Einfach direkt schwanger geworden. Naja, so ist das mit den Erinnerungen. Gefährlich, diese Nostalgie. Gefährlich, sage ich. Das Schneebedeck davor war aber Level 15, deins ist nur Level 14. Ja, vielleicht hat das einfach abgebaut, ne? Hat direkt die Nacht über alles verprasst an Gewinn und dadurch ist es dann schwächer geworden. Direkt Bierbauch gekriegt, ja, und dann ist es einfach runtergelevelt. Sad. Die beiden Verkäufer da drüben bieten ganz unterschiedliche Waren an. Dabei sehen sie sich so ähnlich. Hey, du, wenn du ein Skoppel dabei hast, würdest du es gegen mein Raffel tauschen? Ein Skoppel? Nee, habe ich glaube ich nicht, oder? Ach schade, Raffel habe ich, wenn überhaupt. Pokémon Supermarkt, jawohl, ich möchte gern etwas kaufen, Pokebälle. 179, nee, aber wir kaufen schon so 41, würde ich sagen. Falls wir noch mal ein Schneebedeck sehen, dann brauche ich die 41. Vier noch oben drauf hier, Premierbälle, cool. Premier, ich habe einen Skoppel. Tatsächlich? Was war denn Skoppel? Das ist der Hase? Ach, ja, Hoppel. Ne? Hoppel, Hase, Skoppel macht Sinn, aber das andere habe ich ja trotzdem, fühle ich dennoch nicht den Tausch. Aber du hast völlig recht, ich bin doof. Ich merke mir die Pokémon nicht, die ich fange. Hoffentlich kriegen die das nicht mit, sonst direkt Aufstand in der Box. Wenn du ein Pokémon fangen willst, solltest du es zuerst schwächen. Mein Lieber. Ich habe da eine ganz tolle Geschichte zu. Versuch doch mal, seine KP zu verringern oder es mit einer Attacke in Schlaf zu versetzen. Wenn du mir noch einen Tipp geben willst, dann ziehe ich dich aber an deiner Frisur hier aus dem Pokécenter. Das Rotom in diesem Rotomina scheint den Kartomaten zu lieben. Ja, und es ist hellwach, wenn ich mich annähre. Sehr schön. Ich bin dein Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf sein? Einen Namen bewerten. Ja, und zwar von Evoli. Da. Auswählen. Aha, sein momentaner Name lautet also Evoli. Damit hast du dir schon viel Mühe gegeben. Krass, oder? Aber wollen wir dem Pokémon nicht einen etwas besseren Namen verpassen? Was meinst du? Sehr schön. Wie soll sein neuer Spitzname lauten? Ich glaube, ursprünglich hieß es Alfonso. Und als wir ihm dann den Afro verpassten, war es Alfonso Atze. Bin mir aber nicht sicher, ob das beides passt. Alfonso, mal sehen, Alfonso Atze, das war tatsächlich ein kleiner Running Gag. Boah, passt genau, Leute, ein Hauch von Schicksal. Als wir Let's Go Evoli gespielt haben, da hat sich das auf sehr seltsame Art ergeben. Alles klar, von nun an heißt dein Pokémon Alfonso Atze. Dieser Name passt viel besser zu ihm, das stimmt. Eine gute Entscheidung, dankeschön. Sehr gut, Leute. Dann quatschen wir hier nochmal. Und dann sind wir durch für heute. Also ich zumindest, nach dem Schneebedeck. Bin ich einfach bedient. Und unser Team sieht doch schon ganz gut aus. Bin sehr gespannt, wie es im nächsten Stream aussieht. Da kriegen wir, denke ich, die ersten Entwicklungen. Sollten wir dann mit Engine City und dem Rundgang fertig sein? Mal schauen. Übrigens, am Brassbury Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Am Brassbury Bahnhof? Aha. Das ist ja spannend. Achso, vielleicht meinst du hier auch mein Evoli oder so? Könnte auch sein. Naja, ich speichere auf jeden Fall mal. Nur taugt Evoli zu nichts. Na klar, das hat die Power des Atzentums dabei. Das wird richtig durchrocken und wenn nicht, dann ist der Kollege da links schuld mit seinem gelben Schlips. Gar kein Problem. Gut, Leute, vielen Dank für diesen wunderbaren Stream. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier durchzustarten. Auch wenn der Anfang der neueren Pokémon-Edition so ein bisschen zäh ist, ne, hatten wir vorhin besprochen, viel an die Hand nehmen und. War es mir doch ein Fest, mit euch hier reinzustarten und
Gerade das Ende, ja, hat dann gezeigt, warum es manchmal ganz gut ist, eine Weile an der Hand genommen zu werden. So sieht's aus. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ausrufezeichen Streamplan im Chat, wenn noch Fragen sind, und ansonsten alles unterm Stream verlinkt, ne, falls ihr euch nach Hörbüchern sehnt, nach meinem generellen Gaming-Kanal mit auch vielen Pokémon-Playlists, falls euch meine Sponsoren interessieren, unser Discord-Server oder alles da zu finden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen herrlichen Abend, bedanke mich für den wunderbaren Support und freue mich, wenn wir uns demnächst gesund und munter wiederhören. Hau da rein und bis denn. Tschüss.